alle ihre Plätze eingenommen haben. Dann geht's gleich los. Ja, dann darf ich Sie im Namen des Länderbüros Norddeutschland der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung Universität der Zukunft, Hamburger Hochschulen auf dem Weg ins KI-Zeitalter. Wir haben ein hochkarätiges Podium und auch eine hochkarätige Moderatorin mit Frau Werner. Ich möchte Sie gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern werde gleich das Wort an Frau Werner übergeben, die dann das Podium auch vorstellt. Ich möchte nur noch einmal auf die F- und A-Funktion verweisen, Frage und Antwort. Sie haben die Möglichkeit, mit den Referenten, mit den Podiumsgästen in Austausch zu treten über diese Fragefunktion. Tippen Sie Ihre Fragen dort ein und Frau Werner wird sie aufgreifen. Und dann können Sie zu der spannenden Diskussion, zum spannenden Austausch beitragen. Ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen, spannenden Abend und übergebe jetzt an Frau Werner. Ja, liebe Bettina Jansen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Ihnen allen auch von mir einen wunderschönen guten Abend und ein sehr herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung. Sie haben es gehört, mein Name ist Jana Werner. Ich bin Politikjournalistin, schreibe unter anderem für die Welt und Welt am Sonntag und freue mich wirklich sehr, Sie durch die nächsten 90 Minuten zu begleiten. Denn wir diskutieren heute Abend über die Universität der Zukunft, über den Weg der Hochschulen ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Die Art, wie wir leben, arbeiten und lernen, verändert sich im Moment fundamental und grundlegend. Und dabei übernimmt die Hochschulbildung eine zentrale Rolle. Sie muss zum einen Menschen als Arbeitskräfte fit machen und auch zu mündigen Bürgern in einer von KI geprägten Welt befähigen. Und zum anderen eröffnet eben jene künstliche Intelligenz ein enormes Potenzial für eine bessere und vor allem effektivere Hochschulbildung. Inwiefern also können Hamburgs Hochschulen ein Innovationsmotor sein für Menschen, Daten und Warenströme? Welchen Einfluss hat dabei die Schlüsseltechnologie KI für Forschung, Lehre und Wirtschaft? Und nicht zuletzt, wie müssen Hochschulen und Unternehmen auf die ethischen Herausforderungen durch die KI-Revolution reagieren? Das sind die Fragen, auf die wir nun ganz konkrete Antworten geben. Und dazu begrüße ich sehr herzlich unsere drei Protagonisten, Frau Professor Dr. Kerstin Prechel, Herrn Professor Dr. Jörg Müller-Lietzko und Herrn Professor Dr. Thomas Straupa. Ihnen allen dreien auch von dieser Stelle nochmal einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Und damit Sie, liebe Zuschauer, auch wirklich wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, möchte ich Ihnen alle drei, naja, sagen wir mal so ein bisschen näher noch vorstellen. Kerstin Prechel ist Professorin für Organisation und Projektmanagement an der HAW Hamburg und an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein. Zudem ist sie Mitglied im KI-Expert Lab Hochschullehre. Sie ist Lehrfellow am KI-Campus und in vielen, vielen anderen diversen Forschungsprojekten engagiert. Jörg Müller-Lietzko ist Professor für Ökonomie und Digitalisierung sowie Präsident der HafenCity-Universität Hamburg. Seit 2018 ist er ferner Sachverständiger in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Und Thomas Straupa ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg und Direktor des Instituts für Integrationsforschung des Europakolleg Hamburg. Ebenso ist der Ökonom Mitglied im Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung und
ein wirklich sehr eifriger Kolumnist und Autor in diesen Tagen. Bevor wir, liebe Zuschauer, gleich beginnen, möchte auch ich Sie noch einmal ganz herzlich dazu ermuntern und animieren, heute Abend mitzumachen. Geben Sie den drei Talkgästen und mir zunächst, na sagen wir mal, für ein paar Minuten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und stellen Sie dann sehr gerne, Bettina Jansen sagte es, über die Fragen- und Antwortfunktion Ihre Fragen. Ich werde so viele wie möglich davon einbeziehen, das verspreche ich Ihnen. Ja, und nun geht es auch schon los und ich möchte Ihnen, liebe Frau Prechel, lieber Herr Müller-Lietzko und lieber Herr Strauper, zu Beginn zum Warmwerden, sagen wir mal, eine ganz allgemeine Frage stellen, die vielleicht auch ein bisschen was eher mit Wunsch als Realität zu tun hat, ohne dass wir dabei sofort konkret werden. Liebe Frau Prechel, wie sieht Ihre Universität der Zukunft aus, wenn Sie mal so ein, zwei Wünsche äußern könnten? Oh, das ist gemein. Was ich mir wünschen würde, also jetzt bezogen auf Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Ethik, mein Lieblingsgebiet dort, wäre, dass wir die Techniken nutzen, um unsere Ziele effektiver und effizienter zu erreichen. Also nicht Technik first, sondern eine menschenzentrierte Hochschule der Zukunft, in der wir die Techniken nutzen, um näher zusammenzufinden. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man ja, wie weit wir alle auseinandergehen, auch räumlich, und dass das Digitale noch nicht so ganz auffangen kann. Und in der Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir da Wege finden, wie wir mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, digitaler Transformation zu einer menschenzentrierteren, menschenfreundlicheren Hochschule kommen könnten. Lieber Jörg Müller-Lietzko, ohne zu konkret zu werden, wie sieht Ihre Universität der Zukunft aus? Guten Abend in die Runde. Also meine Universität der Zukunft, ich habe ja das große Glück, darf ich eine leiten? Ja, das ist ja eine Universität der Zukunft. Bei mir sieht die so aus, dass wir wieder viele Studierende da haben, weil ich das liebe. Ich bin ein großer Freund von präsentischer Lehre. Bei allem, was wir gerade digital sehr gut leisten, ja, ich glaube, dass Digitalisierung, um das mal als technologisches Werkzeug zu sehen, dazu einen Beitrag leisten kann, die Qualität zu steigern. Das Zweite, was ich mir dringend wünschen würde, wäre eine grundlegende Reform unseres Hochschulsystems. Da muss sich Politik mehr trauen, viel mehr trauen. Ja. Wir lernen immer noch in 90-Minuten-Abschnitten und meinen, das würde irgendwie besonders effektiv sein. Und das Dritte, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir auch wieder eine klare Differenzierung vornehmen. Und Universitäten haben nun mal eine forschungsorientierte Lehre zu gewährleisten. Und dazu muss man sich auch in der Forschung eben wieder konzentrieren und nicht immer nur noch einen Nebenstrang aufmachen. In der Summe bedeutet das auch vor allen Dingen in der Verwaltung schlauer zu sein. Hier sind bei uns, das weiß ich, extrem viele smarte Leute unterwegs, aber Tatsache ist, wir können da besser werden. Wir können uns viele Dinge wahrscheinlich erleichtern und deshalb ist die Universität der Zukunft für mich ein Ort, der viel Freude macht. Das waren jetzt schon drei Wünsche, ne? Also Herr Strauper, schaffen Sie es auch in ein, zwei Wünschen kurz Ihre Universität der Zukunft zu skizzieren? Viel ist schon gesagt worden, guten Abend allerseits. Ich denke, dass für mich vielleicht nicht überraschenderweise ganz zuerst die Freiheit kommt, dass auch in Zukunft die Universität ein Raum der Freiheit ist, wo eben auch Gedanken und Konzepte bedacht und erprobt und getestet und diskutiert werden dürfen, die nicht Mainstream sind, die nicht einem allgemeinen Norm oder einem allgemeinen Zeitgeist unterworfen sind, dass wir kritische Bürgerinnen und Bürger auch bleiben dürfen, dass das ein ganz wesentliches Element für mich einer Universität ist, dass man eben versucht, jeden Stein umzudrehen und zu fragen, ist es der richtige Weg, den wir gehen? Und das Dritte ist Neugier. Ich denke, dass wir sehr, sehr gut gefahren sind in der Vergangenheit und das uns bewahren sollten, dass die Universität eine Stelle ist, bei der eben zuallererst die Frage im Raum steht, wie können wir kreativ, neugierig die Dinge verändern. Das finde ich, ist meine Universität der Zukunft. Also jetzt haben Sie alle drei Ihre Wunschvorstellungen skizziert. Herr Strauper, machen Sie ruhig gerne mal weiter. Wie ist denn der aktuelle Zustand, sagen wir mal, der Universität Hamburg oder auch anderer Hochschulen im Verhältnis zu dem, was Sie gerade gesagt haben? Also, wie ist die Realität? Wenn ich das jetzt im Verhältnis zu dem setze, was ich eben als Wunsch geäußert oder Wünsche geäußert habe, dann führt das leider, und ich mache es auch deshalb ganz kurz, etwas weg von dem, was wir eigentlich besprechen wollen, nämlich in die Zukunft zu gucken und die Frage, wo gehen wir hin? Ich denke, dass wir gerade die letzten
ein, zwei Jahre doch Tendenzen auch an der Universität erleben mussten, die eben eher Freiräume eingrenzen, dass plötzlich es in Hörsälen nicht mehr möglich war, sozusagen im kleinen, geschlossenen, geschützten Raum auch verrückte Dinge zu bedenken und kreativ zu sein und anders zu denken, sondern dass da genauso wie im Zeitgeist in der Öffentlichkeit jenseits dieser geschützten Universitätsräume so ein Mainstream-Denken dominierte oder zu dominieren begann, das eben durchaus auch Freiheiten einschränkt. Und das, denke ich, ist für mich im Moment, neben dem, dass wir die Zukunft gestalten sollten, die größte Gefahr, dass ich sehe, dass auch an der Universität plötzlich Mehrheitsentscheidungen über richtige Wissenschaft entscheiden, dass es plötzlich ganz andere Themen sind. Ich will jetzt niemanden reizen und das Wort Sternchenformulierungen nicht ins, das soll nicht Thema sein heute, aber es ist irgendwie symptomatisch, dass wir uns um Nebenschauplätze dann sehr heftig streiten und damit vielleicht eben die Zukunftsthemen, die viel wichtiger sind, meines Erachtens, etwas hinten runterfallen. Und das, finde ich, ist eine Bewegung, die mich etwas mit Sorge befällt. Herr Müller-Lietzko, können Sie mal erklären, wie sich die Hochschule allein schon in den letzten 14 Monaten verändert hat? Also es hat sich ja für uns alle was verändert durch Corona, aber können Sie mal erklären, wie sich Ihre Arbeit in ein, zwei Beispielen konkret verändert hat in den letzten 14 Monaten? Ihr Mikro ist noch aus. Das war klar, das passiert ja dann auch mal, ne? Logisch. Also ich finde das eine unglückliche Perspektive, weil die Corona-Pandemie zwingt uns alle zum Umdenken und wir werden oder viele Menschen werden ins kalte Wasser geschmissen und das muss jeder für sich selbst ja auch erstmal aushandeln. Und es gibt immer welche, die kommen damit besser klar oder schlechter klar. Ich fand das viel besser, was Herr Straubhaar gerade gesagt hat, wir müssen die Freiheit erhalten. Auch im digitalen Raum müssen wir Freiheiten erhalten. Und das heißt, wir brauchen auch den Mut zu experimentieren und da wird nicht immer alles gut gehen und nicht auch immer alles klappen. Und was ich bei den Kolleginnen und Kollegen erlebe, ist, dass sie sich wirklich ein Bein ausgerissen haben für die Studierenden, so gut es geht. Und umgekehrt die Studierenden eine unglaubliche Disziplin an den Tag legen. Ich möchte nicht unter diesen Bedingungen studieren, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe wirklich hohen Respekt davor, dass mit dieser Situation so gut umgegangen wird. Was ich aber hoffe, und das habe ich eben schon zum Ausdruck gebracht, ich hoffe, dass das nicht zu einer völligen Abkehr der Hochschule führt, im Sinne von, dass wir jetzt die Ökonomisierung, nach dem Motto, wir haben ja jetzt Skaleneffekte durch einfache Digitalisierung, ja, wir können das aufzeichnen, können es immer wieder abspielen oder wir haben nur die Möglichkeit, mehr Studierende digital aufzunehmen, als der reale Hörsaal passt, weil dann verändern wir wirklich den Charakter von Hochschule und auch den Freiraum. Und dann kommen wir eben nicht mehr zu Diskussionen, sondern wir kommen zu YouTube-Kursen. Das müssen wir dringend verhindern. Das ist nicht der Sinn von Universität oder von Hochschulen allgemein. So, und das Zweite, was sich, glaube ich, grundlegend verändert hat, ist, und das ist wiederum der positive Aspekt, ich wollte einen positiven Aspekt ändern, dass, glaube ich, alle ein bisschen die Schwellenangst zur Digitalisierung verloren haben. Weil wenn du was machen musst, ja, dann machst du es auch. Und ich glaube, dass wir in Zukunft, wenn wir neue Tools einführen, einen viel höheren Akzeptanzgrad haben, das auszuprobieren und damit im Grunde genommen insgesamt eine Qualitätssteigerung aber in der präsentischen Form von Hochschule zu ermöglichen. Frau Prechel, ich versuche es dennoch bei Ihnen auch nochmal. Also können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, wie sich Ihre Arbeit in den letzten Monaten verändert hat, wovon ja auch ein Teil bleiben wird höchstwahrscheinlich? Also da kann ich den beiden Herren zustimmen. Dieses, dass man keine Studierenden mehr sieht, keine echten Menschen mehr sieht, das ist ja ansonsten ein Teil dieses Traumberufs Professor, Professorin, dass man mit Studierenden, mit jungen Menschen zusammen ist und Wissen vermittelt und so das Leuchten in den Augen sieht, die Fortschritte sieht. Und es gibt sehr viele sehr disziplinierte Studierende, die immer noch ihre Kameras eingeschaltet haben, jetzt auch nach über einem Jahr digitale Lehre. Aber man guckt auch häufiger auf schwarze Kacheln. Und wenn man dann so 6, 7, 8 Stunden am Tag auf schwarze Kacheln in seinem eigenen Laptop geschaut hat und gefühlt Selbstgespräche geführt hat, da ist das schon ein ganz anderes Arbeiten. Also da kommt nicht mehr so viel zurück. Und ich glaube, auch die Wissensvermittlung ist nicht mehr so gut. Also ich stimme der Herrn Müller-Lietzko vollkommen zu, dass wir versuchen oder evaluieren müssen, wo Präsenz nötig ist, wo Gruppen in echt nötig sind und dann zu einem besseren Lernerfolg führen und wo wir digital weitermachen können.
Und ich freue mich eben auch wieder in diese Präsenz zurückzugehen und die Menschen wirklich wiederzusehen, weil da doch andere Diskussionen aufkommen. Mhm. Herr Straubhaar, wie können wir denn diesen, ich nenne es mal gezwungenermaßen Neustart oder gezwungenermaßen Schwung nutzen, um die Hochschulen jetzt ja, zu reformieren, die Hochschulbildung zu reformieren? Wie gelingt dieser Neustart? Also ich denke schon, dass ich ein paar Dinge ganz grundlegend ändern würde und diese Chance nutzen möchte, die jetzt aus der Erfahrung der letzten 2 Jahre erwachsen ist. Und daher, Müller-Lizkow, würde ich vielleicht etwas widersprechen oder etwas anders gewichten wollen, was das Potenzial dieser sogenannten hybriden Systeme ist, also der Mischung einerseits von Online- und Digitalangeboten und andererseits Präsenzunterricht oder Präsenzlehre, weil ich schon vorher eigentlich in meinem Fach der Ökonomie, das ist jetzt vielleicht auch etwas spezifischer als in anderen Fächern, in der Ökonomik erkannt hatte, dass es eigentlich eine gewisse Standardisierung der grundständigen Vorlesungen gegeben hat. Die wurde vor allem dominiert von den großen Lehrbuchverlagen, die im Prinzip unfassbar viele Dienstleistungen für Professorinnen und Professoren angeboten haben. Also die haben Lehrbücher bereitgestellt, die dann mit entsprechenden Übungsaufgaben, mit Assignments, mit Tests, mit didaktisch hochwertigen PowerPoint-Folien, mit Dokumentationen, alles ergänzt, alles wunderbar, sodass eigentlich schon vor Corona in der Ökonomik, mindestens in den Standardvorlesungen, in den Grundvorlesungen, erstes, zweites Semester, vieles eine gewisse Standardisierung gezeigt hat. Und das würde ich eigentlich noch einen Tick weiter drehen und sagen, anstatt dass wir an jeder einzelnen Uni schon alleine in Hamburg in einer Einführung in die Volkswirtschaftslehre, jede Professorin, jeder Professor macht es dann auf ihre, seine Art und mehr oder weniger gut und mehr oder weniger dilettantisch online, dass wir dort eine gewisse Standardisierung vornehmen. Ganz anders den Unterricht in den ersten Semestern für die Inhalte der Lehre konzipieren und dann dafür den Beruf der Professorin, des Professors viel stärker maßgeschneidert, spezifiziert, studierendengerecht, in kleinen Gruppen, nicht mehr als Lehrerin, Lehrer. Ich habe ja meine Karriere als Lehrstuhlinhaber begonnen. Ich weiß noch, was ein Lehrstuhl ist, ein fürchterlicher Begriff an sich. Und ich habe noch Vorlesungen, nicht selber gehalten, aber gehört, wo wirklich vorgelesen wurde. Ich glaube, solche Dinge sollten wir einfach rudimentär sagen, das war mal, ist nicht mehr. Und dann dort dafür den Beruf so designen, so zuschneiden, kleine Gruppen, ich bin mehr Mentor, Mentorin, mehr Trainingscoach, Partner, Anleiterin und nicht Lehrender sozusagen. Und das, denke ich, das sind Elemente, die sollte man morgen beginnen, eigentlich schon unabhängig von Corona. Da wäre meines Erachtens eine gute Mischung zwischen Standardisierung auf der einen Seite und Spezifikation auf der anderen Seite der Zeit angemessen. Herr Müller-Lizko, mit irgendwas hatten Sie Bauchschmerzen oder euphorisch? Nee, aber wenn schon auf mich eingegangen wird, möchte ich dann wenigstens eine Replik geben. Ich glaube, bei meinen Wünschen haben Sie nicht ganz zugehört, Herr Straubhaar, weil ich habe das genau gesagt. Ja, die Standardisierung nannte man früher Bücher, heute nennt man die irgendwie Internetgedöns. Ist auch wurscht, ja. Das Entscheidende ist, ich habe im Studium, also ich oute mich mal, ich war einer der schlechtesten Studierenden der Uni, weil ich war nie da. Ich habe mir Bücher gekauft und habe mich zu Hause hingesetzt, habe mein Zweitstudium, das war ein Sportstudium, da kannst du so schlecht Bücher lesen, musst ja physisch machen, ne? War ein bisschen Präsenz angesagt, aber mein Ökonomiestudium, da habe ich auch die Standardisierung genutzt, weil da haben Sie ja vollkommen recht. Ja, es gibt einfach ein paar grundlegende Dinge, die brauchst du ja nicht nochmal in der Vorlesung nochmal 90 Minuten. Das ist ja genau das, was ich kritisiere und sage, wir müssen endlich den Mut zu Reformen haben. Und das ist übrigens parteienübergreifend. Ich glaube, im demokratischen Spektrum sollten alle 4 Parteien, die da mitspielen, endlich den Mut haben, Hochschule anders zu denken. Und endlich zu verstehen, dass wir nicht mehr im Zeitalter des 90-Minuten-Taktung sind. Das ist doch hier keine Fleischwurstfabrik, ja, sondern wir müssen Menschen darauf vorbereiten, in Zukunft irgendwie relativ komplexe Dinge zu verstehen und auch zu gestalten. Und deshalb, wir sind ganz nah beieinander. Deshalb,
ich würde Digitalisierung immer dann nutzen, wenn wir Standardisierung vornehmen können, damit wir Freiräume schaffen für die anderen Dinge. Da sind wir also sehr nah beieinander. Also haben wir uns, glaube ich, beide etwas missverstanden. Aber Herr Müller-Lietzko, da können wir ganz gut anschließen. Vielleicht können Sie das mal erklären. Wie würde denn die künstliche Intelligenz die Hochschulbildung verändern? Ach, die künstliche Intelligenz. Naja, also Sie wissen ja alle, GMV, Thema heute. Ja, GMV, gesunder Menschenverstand, geht mal vor KI. Das ist mal erst die GMV größer KI ist die Grundprämisse. So, KI ist nämlich nichts anderes als ein abgeleiteter Algorithmus und wir reden meistens von Machine Learning. Wir reden ja eigentlich nicht wirklich, ich weiß, dass der Frank Steinecke im Publikum ist und sagte später, Müller-Lietzko hat keine Ahnung. Ja, das ist so, ist eine Frage, ja, wo es darum geht, im Grunde genommen, wie können wir automatisierbare Prozesse abbilden? So, und die Frage ist ja, ich habe es ja eben gesagt, früher hieß diese Form vielleicht Buch oder Text, wie auch immer. Heute können wir interaktive Momente einbauen. Wir können KI, lernadaptive Systeme entwickeln, wo Studierende natürlich die Chance haben, ihrem Lerntempo gemäß zum Beispiel Präsentationen zu nehmen oder Aufgaben zu bekommen. Da kann KI tatsächlich einen progressiven Beitrag leisten, dass wir eben nicht mehr eine One-Size-Fits-It-All-Lösung haben, sondern eine viel klar individualisiertere Perspektive. Also das wäre jetzt mal die Perspektive, wie können wir Lerninhalte aufbereiten. Umgekehrt, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, können wir zur Hochschulsteuerung uns sehr gut überlegen, ja, wie können wir denn KI einsetzen? Wir dürfen aber nicht in Utilitarismus dabei verfallen. Also wir sind ja alle zahlengläubig, das ist ja auch ganz seriös so in der Wissenschaft so mit den Fakten, aber wir dürfen nicht in den Utilitarismus verfallen, die Zahlen der Zahlen willen oder den Algorithmus des Algorithmuswillens zu verwenden. Und ich glaube, wir können dann in der Hochschulsteuerung intelligent mit KI Dinge tun, wenn wir in der Lage sind, Systeme, die aufeinander abzustimmen sind. In Hamburg ist das zum Beispiel bei der Uni Ahoy, nee, Stine und bei uns Ahoy, ja, zum Beispiel mit anderen Systemen, dass das besser synchronisiert wird und dass diese Systeme besser ineinander greifen und daraus auch lernen, was im Grunde genommen die standardisierten Fragen sind. Aber solche Dinge müssen wir als allererstes machen. Und in einem zweiten Schritt, dann können wir mal gucken, wo wir das in der Forschung einsetzen, denn da gibt es eine ganze Menge von neuen Feldern. Aber dazu sollten wir nochmal kommen, weil es gab auch eine Frage zum DFKI, machen wir bestimmt später noch. Ja, Fragen arbeiten wir alle gleich ab. Frau Prechel, mögen Sie mal erklären, wie Studierende, heißt das ja heute, und Berufstätige fit für die Teilhabe an einer KI-kompetenten Gesellschaft gemacht werden können? Also welche Kompetenzen brauchen wir denn dafür? Ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt, der immer noch manchmal vergessen wird, ist da die Interdisziplinarität. Also wenn man an, wenn KI, künstliche Intelligenz, Algorithmen gesagt wird, da denken ja viele an Informatiker und Ingenieure. Aber KI-Systeme oder Algorithmen arbeiten ja immer in einem Kontext, in einem System und sollen ein Real-World-Problem lösen, also eine wirkliche Aufgabenstellung lösen. Und diese Aufgabenstellung, die sind dann meistens wiederum den Informatikern oder den Ingenieurinnen nicht so bekannt. Mhm. Und da ist diese Interdisziplinarität und Zusammenarbeit ganz wichtig. Und ist auch der Fokus der Forschungsprojekte, in denen ich bin, dass wir diese Akteure zusammenbringen, also alle Stakeholder an einen Tisch holen. Wir haben dort die Menschen, die die Systeme entwickeln. Wir haben aber auch die Menschen, die hinterher die Systeme testen und nutzen, alle mit dabei. Und da ist es wichtig, dass man schon bei der Aufgabenstellung, schon bei der Überlegung, wie lege ich dieses System an, wie programmiere ich das, nutze ich dafür ein neuronales Netzwerk oder nicht, dass ich da schon dann auch heterogene Gruppen drin habe. Also da gibt es ja ganz viele furchtbare Beispiele von Dingen, die grandios schiefgelaufen sind. Finden die Studierenden immer relativ lustig. Also zum Beispiel Spracherkennungssysteme, die nur von Männern trainiert wurden und dann Frauenstimmen nicht erkennen. Oder Seifenspender, die nur von weißhäutigen Menschen trainiert wurden. Und naja, Menschen mit dunklerer Haut bekommen dann eben keine Seife. Und das sind nur so diese Auswüchse. Aber auch in anderen Bereichen ist es eben so, wenn man nicht heterogene Teams einsetzt, nicht interdisziplinäre Teams von Anfang an involviert, dann wird die Lösung eben auch für einen großen Teil der Gesellschaft nicht anwendbar sein. Und da finde ich es wichtig, um auf Ihre Frage endlich zurückzukommen, dass man von Anfang an die ganze Gesellschaft ins Boot holt. Also nicht nur InformatikerInnen und IngenieurInnen mit in KI oder Informatik unterrichtet, sondern heutzutage sollte, denke ich, jeder grob wissen, was eine Programmiersprache ist. Die Schufa hat auf uns alle Einfluss. Algorithmen
beeinflussen unser Leben. Und das sollte jeder wissen. Nicht jeder muss programmieren können, aber jeder und jede sollte grob wissen, was da passiert. Und auf der anderen Seite diese eher technisch ausgerichteten Studiengänge und Menschen, die sich da eher wohler fühlen, die sollten sich auch die Technikfolgeabschätzung mal mit beschäftigen. Also was macht dieses System eigentlich mit der Gesellschaft, wenn ich es einsetze? Also nicht, ich lasse den Laptop fallen, wenn ich zu Ende gecodet habe, sondern wie verändert das dann die Gesellschaft und möchte ich, dass die Gesellschaft sich so entwickelt? Aber das würde ja, also es ist jetzt zwar nicht unser Thema, aber dieses Programmieren zur Selbstverständlichkeit machen, würde ja bedeuten, dass man das im Grunde in der Schule lernen muss. Ne? Also das, da ist die Universität im Grunde fast zu spät für. Ja. Bin ich auch eindeutig für. Also Kinder haben damit auch, also je jünger sie sind, desto leichter lernen sie Sprachen. Und das sind Programmiersprachen nichts anderes. Also ich bin ja von Haus auch Ökonomin und Philosophin und ich kann trotzdem Code lesen und leichte Veränderungen vornehmen. Das ist so schwierig nicht. Und für je jünger die Menschen sind, desto leichter können sie es auch noch lernen. Also ich glaube, da müssen wir auch in die Schulen schauen und zum Beispiel der KI Campus, ja auch vom DFKI gefördert und vom Stifterverbund, die wollen ja auch schon Lehrern helfen, dann den SchülerInnen das in der Schule näher zu bringen, sodass da eben nicht dieser riesen Gap ist. Plötzlich kommen die zu uns an die Hochschulen, können kein Excel bedienen, können kein Programmieren und selbst mit dem Taschenrechner haben sie Probleme. Also das geht eben tatsächlich nicht. Wir müssen früher anfangen. Ja, ja, Herr Strauber. Ich verstehe natürlich, Frau Brechel, was Sie meinen, aber ich denke, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich Ihnen tatsächlich folgen möchte. Und zwar verstehe ich, dass Sie sagen, die Schülerinnen und Schüler sollen schon programmieren können und programmieren gehört heute sozusagen zum Grundkanon des Wissens von Menschen. Genauso wird ja gesagt, die sollen Ökonomie studieren, schon in der Wirtschaft, steht heute gerade ganz in der Welt, Frau Werner, ein langer Artikel von der Kollegin Siems, dass die Wirtschaftskenntnis in den Schulen unterirdisch schlecht ist und dass dort schon Wirtschaft auch reinkommen soll, dann soll noch dieses und noch jenes und noch ein fünftes und noch ein sechstes. Und eigentlich, und das finde ich jetzt spannend, mit Ihnen beiden diskutieren zu dürfen, erlebe ich als Nutzer von künstlicher Intelligenz gerade das Gegenteil. Ich würde nie mehr eine Programmsprache lernen, das habe ich als junger Mensch gemacht und dann bin ich überrollt worden von. Ich habe noch Basics gelernt und dann plötzlich kommt ein Algorithmus, der das Selbstprogrammieren völlig überflüssig macht. Das würde ich hier genauso sehen. Wenn wir sagen, wir müssen Fremdsprachen lernen, dann verstehe ich natürlich, was Sie meinen und bin natürlich nicht dagegen. Aber wenn ich mir angucke, wie meine Studierenden sich unterhalten, die können sich mit chinesischen Kommilitoninnen und Kommilitonen auf Chinesisch unterhalten, ohne selber ein Wort Chinesisch können zu müssen, weil sie sprechen rein und kriegen es Chinesisch raus. Also ich würde eher die These jetzt wagen, dass wir an Universitäten, ganz sicher an Universitäten, vorher weiß ich es nicht so genau, aber an Universitäten würde ich sagen, wir sollten eine, und das ist eine steile These, weiß ich auch, aber wir wollen ja diskutieren, wir sollten eine Reduktion auf die klassischen drei Fakultäten anstreben. Durchaus interdisziplinär, aber irgendwo geht es um Logik, irgendwo geht es um Ethik und irgendwo geht es im weitesten Sinne um dann irgendein Fach, wo ich irgendwas Spezielles wissen sollte. Und alles andere, würde ich sagen, ergibt sich dann im späteren Leben von alleine, wenn ich diese Grundkompetenzen hätte. Also ich würde eher davon abraten, jetzt an der Universität immer breiter zu werden und auch schon in den Vorstufen zur Universität immer breiter. Ich würde dafür für eine Reduktion plädieren und sagen, es gibt Kernkompetenzen, das sind vielleicht drei oder vier, da sollten wir alle so weit wie möglich mitnehmen und nicht, indem wir sie Dinge, gerade künstliche Intelligenz, finde ich, künstliche Intelligenz wird uns die Fremdsprachenkenntnisse der Funktionalität wegen, würde ich sagen, völlig wegnehmen. In 10 Jahren wird niemand mehr Fremdsprachen der Funktionalität wegen lernen. Vielleicht des Spaßes wegen, der Kultur wegen, aus anderen Gründen, aber nicht der Funktionalität wegen. Ich weiß nicht, ob Sie mir widersprechen. Sie sind näher bei der Technik, als ich es bin. Aber das ist meine Wahrnehmung, wie sich die Dinge entwickeln. Herr Müller-Lietzko, weniger ist mehr? Naja, das ist eben, also
Das kann man so als Perspektive sehen und sagen, wir wollen zum Generischen zurück. Wir reden ja da, sagen wir mal, über so eine Art Kulturtechniken im Wissenschaftsbetrieb. Ja? Wenn wir nochmal zurückgehen in die Schule, lesen, schreiben, rechnen. Und ich sage ja immer, Programmieren, Data Science und KI gehören dazu. Aber gut, diese Diskussion wollen wir nicht führen. Die Frage ist, wenn ich diesen reduktionistischen Ansatz, den Herr Strauber vorschlägt, gehe, schaffe ich Freiräume in anderen Bereichen, mich zu vertiefen und eben zu sagen, ich präge mein Wissen aus und mache nicht mehr, ich studiere beispielsweise nicht mehr Ökonomie oder ich studiere nicht mehr Soziologie oder nicht mehr Physik, sondern ich studiere etwas in diesem Feld und dann erschließen sich mir Wissenstatbestände. Das ist ein radikaler Bruch, finde ich ein interessantes Modell, wird nicht in Deutschland passieren, weil unsere wunderbare Föderalismus-Truppe da auf jeden Fall gegen vorgehen wird, weil natürlich man sich dann sofort auf den Schlips getreten fühlt, man hätte das doch sowieso mit Weisheit sowieso schon konstruiert. Nun bin ich ja der große Gewinner einer Entscheidung von 2006, dass man diese Hochschule hier als eine Spezialuniversität mit Bauen und Stadt verbunden entwickelt hat. Und ich würde deshalb ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass die Fokussierung auf manche Themen natürlich auch wiederum Hochexpertise auslöst und einen gewissen Attraktionsgrad auch auslöst, für Menschen genau dahin zu gehen. Wir müssen nur das Qualitätsversprechen auch halten. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wenn wir sagen, also gerade die HCU, ja, als eben eine Universität für Baukunst und Metropolenforschung, dann müssen wir genau das im Grunde genommen liefern und müssen das auf möglichst hohem Niveau liefern, dass die Menschen nicht später sagen, es ist eine Mogelpackung. Und ich glaube, das können und sollten wir tun. Aber unser Thema heute Abend ist ja eher KI. Und da sehe ich natürlich die große Herausforderung, wie schaffen wir es, das Thema Informatik in Kombination mit anderen Fächern besser hinzubekommen. Sie haben eben gesagt, Herr Strauber, es geht um die Anwendung. Für mich geht es auch um die Frage von der Entwicklung von Forschungsmethodiken und dann der forschungsorientierten Lehre. Nehmen wir mal das Feld der Kulturwissenschaften und die Digital Humanities. Die erleben ja gerade einen wirklichen Boost. Lange war aber die Diskussion, die Informatik zur Hilfswissenschaft zu machen. Dann funktioniert das nicht. Man muss sich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam neue Fragen definieren. Und nur dann funktioniert es. Und da geht es nicht nur um KI, da geht es um Digitalisierung im Generischen. Da ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir im Moment hinbekommen müssen, dass wir unseren Fächern ein Reboot oder Remake, kann man ja senden, wie man will, vergeben oder verschaffen, auf der Ebene, dass wir diese Kombination mit neuen Forschungsfragen versehen. Das finde ich spannend und das ist auch für unsere Studierenden wirklich ein Fund für die Zukunft, wenn wir das noch in die Lehre übertragen. Aber ich möchte an der Stelle mal das, was Ute Twisselmann, eine unserer Zuschauerinnen, fragt, mit einbinden. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz entscheidende Stelle, wie wir die Menschen mitnehmen. Ne? Frau Twisselmann fragt, braucht man KI wirklich, um eine menschenfreundliche Universität zu schaffen? Oder ist es eher so, dass die Universität trotz KI menschenfreundlich bleibt? Beispiel Scoring durch Profile. Frau Prechel, ich glaube, das könnte eher in Ihre Richtung gehen. Ich fühle mich auf jeden Fall gewillt zu antworten. Ja, also ich finde, es geht beides. Es kommt, denke ich, darauf an, wie rum man das konzipiert. Wenn ich das Mittel, das Werkzeug der künstlichen Intelligenz einfach einsetze, wo auch immer es geht, dann wird es durch KI geleitet und dann kann es durchaus unmenschlich werden. Wenn wir mal so in größere Kontexte schauen, nach China zum Beispiel mit dem Social Scoring, das kann menschenzentriert sein und zu einem sicheren Wohlfühlstaat führen, so wie die das planen. Es kann aber auch zu mehr Kontrolle, absolut keiner Freiheit etc. führen. Und so wäre das dann, denke ich, an Hochschulen auch. Beide Wege wären möglich. Und da finde ich es eben wichtig, dass man eine gewisse KI-Kompetenz hat und von Anfang an darüber nachdenkt, was für eine Hochschule möchten wir. Wenn wir KI als Tool einsetzen, um unserer Zielgruppe, den Studierenden, das Studium zu verbessern, also zum Beispiel adaptive Tutoring-Systeme, also KI-Tutoren werden ja schon an einigen Hochschulen eingesetzt, die dann sehen, wo braucht dieser Studi Unterstützung, wo sind Lücken bei dem. Dann ist das, finde ich, menschenzentriert und macht das für den Menschen besser. Und dann kann auch das, was Herr Strauber sagte, kommen, dass der Prof dann nicht mehr da vorne steht und in 90-Minuten-Takt immer wieder die gleichen Grundlagen erläutert, sondern hat dann Zeit, auf die Bachelor-Thesen, Master-Thesen etc. einzugehen und dafür mehr Zeit aufzuwenden oder für Forschung. Wenn wir aber KI einfach überall einsetzen, wo es irgendwie ginge, also alles durch KI wegunterrichten lassen oder vielleicht sogar Scoring-Systeme einsetzen, die uns sagen, welcher Studierende wahrscheinlich
als nächstes sowieso ausscheiden wird aus dem Studium, weil sein IQ nicht hoch genug ist und wir ihn dann schon mal präventiv rausschmeißen, dann haben wir ein ganz großes ethisches Problem, würde ich sagen. Und an so einer Hochschule würde ich dann eben auch wieder nicht mehr arbeiten wollen. Ja, aber das ist genau das Problem. Das steckt auch so ein bisschen drin, was Professor Strauber vorhin sagte. Es wird auch um moralische Veränderungen gehen, ne? Also das ist ja im Moment ein ganz aktuelles, ist immer mit uns. Die Moral schwingt immer in unseren Diskussionen mit. Frau Prechel, was könnte denn moralisch problematisch werden an der Stelle? Also Sie haben im Grunde eben schon was gesagt, aber das wird die Herausforderung sein, das auch moralisch zu begleiten oder sagen wir mal moralisch angemessen zu begleiten. Also ich denke, wichtig ist eben, dass wir die Souveränität behalten als Menschen, dass wir KI als Tool nutzen. Und dazu gehört meiner Meinung nach eben auch am Ende immer noch eine Erklärbarkeit und eine Transparenz, ein Verständnis. Und dafür brauchen wir diese Expertise eben meiner Ansicht nach doch noch. Wir können nicht einfach die KI machen lassen, sondern wir müssen sie immer noch im Griff haben. Und es gibt natürlich furchtbar viele Aspekte bei KI, also diese interdisziplinären des Systems, aber auch die Technik selbst. Und es ist schwierig für einen Menschen, das zu überblicken. Deswegen bin ich da dafür, dass wir eben viel interdisziplinären Teams arbeiten. Und ich bin zum Beispiel in einem Projekt aktuell drin mit verschiedenen Hochschulen, wo wir Ethikleitlinien formulieren möchten für die Forschung in KI selbst, also Forschung in der künstlichen Intelligenz, Forschung mit der künstlichen Intelligenz, Lehre der künstlichen Intelligenz, also für diese verschiedenen Aspekte, die da an den Hochschulen existieren, weil wir eben auch gesehen haben, gerade diese moralischen Aspekte, das ist dann schwierig. Also im konkreten Fall eine Checklist angeben für den Praktiker, die Praktikerin, soll ich das jetzt so machen, gäbe es hier etwas zu bedenken, also zum Beispiel bei der Verwendung von Daten von Studierenden, darf ich das? Ja, nein. Welche Fragen müsste ich vielleicht stellen? Kommt es vielleicht auf die Daten an? Dass wir da so Kochrezepte für Projekte mitgeben. Kochrezepte? Also ich möchte mal... Kochrezepte. Also ich finde, dass man auch mal eine Gegenrede halten muss. Ja, also bitte. Wozu? Wir haben diese Diskussion auch in der Enquete-Kommission gehabt. Ja, das ist genau dasselbe. Da, das Risikoklassenmodell von Katharina Zweig aus Kaiserslautern, die ich sehr schätze, also auch Frau Prechel, das ist kein persönlicher Angriff, ja. Aber ich finde, wir beschränken uns immer wieder unnötig in den Möglichkeiten der Forschung. Wir müssen genau dahin kommen, dass wir mit Einwilligung personalisierte Daten verwenden, dass wir eben dahin kommen, dass wir über Anonymisierung oder Pseudonymisierung diese Daten verwerten. Weil genau das ist nämlich der Schritt nach vorne. Sonst komme ich ja wieder nur auf Sekundärdaten und den Bias, den Sie eben geschrieben haben, den bastel ich mir genau dadurch, dass ich mir entweder synthetische Daten einkaufe oder ich hole mir Daten von irgendeinem anderen Land, die dann wieder in unsere Bildungsprodukte einfließen. Genau umgekehrt muss es der Fall sein. Wir müssen diese Daten nutzen, wenn wir da Verbesserungen herbeiführen wollen. Denn sonst ist genau der Bias, den Sie eben beschrieben haben, automatisch drin. Und das Zweite ist, ja, wir beschränken uns eher in Europa immer so mit ethischen Fragen. Also ich weiß nicht, wie viele Ethikbücher über KI geschrieben worden sind in den letzten 2,5 Jahren. Ich habe mir die durchgelesen. Nieder Rümelein mal ganz vorneweg, ja. Aber da gibt es ja auch noch viele andere Schlimme. So, und ich will das nur mal so sagen, ja, das ist doch Technikfeindlichkeit ohne Ende, die da propagiert wird. Ja, ich meine, wir auf der einen Seite sollen wir Technologie erforschen, auf der anderen Seite muss das aber alles sofort reglementiert werden. So funktioniert das nicht. Also entweder haben wir die Offenheit, ja, und dann gehen wir auch mal mit Technologieforschung so um, wie sie eben ist, Forschung, und dann kann man immer noch gucken, was man damit macht. Oder wir fangen direkt wieder an, den ethischen Dingen darüber zu stülpen. Ich kann das schon nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das meint nicht letale Systeme, damit das gleich klar ist. Letale Systemforschung würde ich auch ablehnen, ja, also das ist völlig klar, ja, aber trotzdem, in vielen Bereichen, finde ich, sollten wir die Offenheit haben. Und deshalb... Ja, für mich gilt es, dass ich erstmal sage, ich gehe mal offen ran und gucke dann, was ich damit machen kann. Das ist für mich das, wie wir damit umgehen sollten in der Zukunft in unseren Hochschulen. Herr Strauper? Ich fürchte fast, dass ich in dem Punkt, Herr Müller-Lietzkow, Ihnen zustimmen muss und dass das dann so aussieht, als würden wir hier jetzt für eine völlige Befreiung ethischer Grundlagen bei, sage ich mal, der Anwendung von Technologie plädieren, was wir sicher beide nicht tun. Ich bin mir voll bewusst und denke, dass es unverzichtbar ist, über ethische Grundsätze neuer Technologien durchaus auch interdisziplinär zu diskutieren und sich dieser Problematik bewusst zu sein. Aber zufälligerweise habe ich gerade heute Nachmittag
in einer Mastervorlesung für interdisziplinäre Studierende Politik, Philosophie und Ökonomie das Beispiel erklärt, wie eben künstliche Intelligenz fast zwangsläufig zu monopolistischen Märkten führt. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, künstliche Intelligenz jetzt in einem laienhaften Verständnis, Sie können mich nachher gerne technisch korrigieren, aber in meinem laienhaften Verständnis hat das etwas mit dem Training von Algorithmen zu tun. Und je besser Sie diese Algorithmen trainieren, umso substanzieller wird dann das, was Sie sozusagen mit künstlicher Intelligenz erreichen können. So, jetzt welcher Markt der Welt hat die besten Trainingsmöglichkeiten? Das ist in China. In China fragt kein, ich brauche jetzt keinen Kraftausdruck, kein Mensch, in welcher Art und Weise private Daten öffentliches Gut sind und von autoritären Regimen in welcher Art und Weise auch immer wie genutzt werden. Und das führt, und jetzt kommt der ernsthafte Punkt, der sehr ernsthafte Punkt, dass ich, so wie ich künstliche Intelligenz verstehe, dazu führt, dass im Prinzip die chinesischen Algorithmen immer besser trainiert sind als alle anderen und dass, wenn sie mal einen Vorsprung haben, sie auf der Lernkurve derart weit vorne liegen, dass es für Nachahmer, für nachfolgende Konkurrenten, die dann mit ethisch sauberem Wettbewerb sozusagen antreten, immer schwieriger wird, ihre alten ethischen, sicher zurechtgesetzten Standards durchzusetzen. Mit anderen Worten, das ist so ähnlich wie in der ganzen Diskussion der Ökologie. Wir müssen, denke ich, sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht hier in Deutschland den Anschluss verlieren, aus guten und meinetwegen auch gerechtfertigten ethischen Gründen, um dann andernorts, wo sich kein Mensch drum kümmert, was Ethik oder Ökologie oder was auch immer für Vorbehalte, die wir in Deutschland haben, zum Tragen kommen, dass die dann dort Vorsprünge erarbeiten und mit Technologien und künstlicher Intelligenz und anderen Gegebenheiten ohne jegliche ethische, ökologische oder andere Standards nach unserem Gutdünken zu respektieren, Vorsprünge erarbeiten, die wir möglicherweise dann nicht mehr einholen können. Und das, denke ich, ist etwas, was, und das müssen Sie jetzt beurteilen, ob das stimmt, ob Sie das ähnlich sehen, wo sich im Moment gerade Weichenstellungen ergeben. Und wenn wir hier gewisse Dinge nicht erforschen oder nicht umsetzen können, haben wir vielleicht am Schluss weltweit gesehen weniger hohe ethische Standards, als wenn wir das etwas pragmatischer angehen, dann durch unsere Kompetenz in der Lage sind, die Spielregeln dieser künstlichen Intelligenz Spielfelder auch mitzugestalten. Wenn wir zu spät kommen, sind wir Followers und müssen die Standards übernehmen. Das war in der Geschichte der Entwicklung immer der Fall. Und ich würde lieber sagen, pragmatisch gewisse Dinge in Kauf nehmen, mit dem Ziel, dadurch Standards mitgestalten zu können, die dann weltweite Gültigkeit haben. Aber Frau Prechel, da müssen Sie jetzt reagieren, oder? Also ich formuliere das jetzt mal überspitzt, was Herr Strauper und Herr Müller-Lietzko eben gesagt haben. Also nur weil andere es anders machen, ich weiß, ich übertreibe jetzt, müssen wir das auch nicht mit den ethischen Standards so machen. Also da müssen sich Ihnen doch die Nackenhaare nach oben bewegen. Ja, man sieht es, aber die sind, ich habe schon einen Kamm. auf jeden Fall, also wenn ich das übersetze, in meinem Kopf klingt das nach Schwund ist überall. Ein paar Leute gehen halt dabei drauf. Menschenrechte, naja, war mal eine nette Idee, aber kann man auch mal wieder ein bisschen zurückschrauben. Hauptsache der Wettbewerb stimmt. Und ich denke, das ist eine sehr vereinfachte Sicht. Ich denke, dass es unterschiedliche Wege zum Ziel da geben kann. Ich zum Beispiel möchte nicht in China leben aktuell. Und ich weiß nicht, ob das langfristig ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man dort so viele unmündige Bürger hat und dadurch dann ja auch eine Art des Denkens, die nicht unbedingt innovationsfördernd ist. Also DSGVO-Rechte, Sie sprachen ja auch von Freiheit, also auch des Einzelnen dann, können ja auch zu Vorteilen führen. Und was ich eben wirklich immer noch nach wie vor kritisch sehe, ist zuerst ein System zu entwickeln und dann zu sehen, ups, das funktioniert ja gar nicht für einen Großteil der Menschen oder oh, macht Menschen kaputt, macht die Gesellschaft kaputt. Da möchte ich tatsächlich lieber nicht diesen
Wettlauf jetzt beginnen und auf Teufel komm raus so schnell wie möglich in Richtung alles, was umsetzbar ist, umsetzen laufen, sondern mir vorher Gedanken machen. Also im Projektmanagement sagt man ja auch, wer am Anfang mehr plant, der verbraucht weniger Zeit und Kosten dann im Projekt selbst. Und das würde ich mir eben wünschen. Ich bin überhaupt nicht gegen Forschung und gegen KI und gegen Datennutzung. Ich liebe es, mit großen Datenbeständen zu spielen. Und ich finde, auch da bräuchten wir mehr. Aber ich glaube, es gibt da nicht nur einen Weg. Also zum Beispiel würde ich dafür plädieren, dass wir mehr gemeinsame Datenbestände aufbauen, bereinigte Datenbestände, aber auch eben nicht einfach irgendwelche Datenbestände, sondern uns ansehen, sind da irgendwelche Biases drin, die wir eigentlich nicht vortragen wollen. Gerade wenn wir uns da ansehen, Einstellungsverfahren, wollen wir weiterhin, dass die gleichen Biases da drin bleiben oder wollen wir das für die Zukunft besser gestalten? Und dann kann man eben nicht einfach nur großzahlig quantitative Datensätze nehmen und stumpf die Algorithmen drauf lernen lassen, weil wir ja, oder ich zumindest, eine bessere Welt für die Zukunft möchten. Mhm. Und das braucht dann eben ein bisschen mehr Zeit. Aber ich drehe den Spieß jetzt mal um, Herr Strauper und Herr Müller-Lietzko. Ich frage jetzt nicht, ob Sie Risiken sehen, sondern welche Risiken sehen Sie denn, Herr Müller-Lietzko, beim Einsatz von KI-Technologie? Welche negativen Auswirkungen? Also jetzt müssen wir ein bisschen sortieren. Also Herr Ritter möchte auch mal etwas über meine Ethik wissen, gehe ich auch gleich drauf ein. Also ich habe nicht gesagt, dass wir uns nicht darüber klar werden müssen, dass wir an bestimmten Schwellen nicht weitergehen dürfen. Aber das, was Frau Prechtl eben gesagt hat, ja, gerade diese Auswahlsysteme im Personalsektor. Ich habe am Anfang was gesagt, was, glaube ich, vergessen wurde, ist GMV größer KI. Also ich muss doch erstmal als Mensch entscheiden, wann ich überhaupt KI einsetze. Wenn ich mich natürlich nur noch auf Systeme verlasse, die entsprechend auch mit einem Bias programmiert worden sind, wir können uns da auch über irgendwelche Predictive Policing-Fragestellungen, solchen Grenzenkrempel gerne unterhalten, stundenlang, ja, dann werde ich verlassen sein. Deshalb sagte ich ja, das wichtigste Instrument, was wir haben, ist tatsächlich die natürliche Intelligenz, die man uns mitgegeben hat. Wenn wir die gut schulen, ist das mal erste wichtige Schritt. Das Zweite, was ich gesagt habe, ist, es geht mir um die Frage, wo wir immer wieder die Forschungsgrenzen setzen. In China setzt allein Baidu 8 Milliarden Dollar jährlich ein für KI-Forschung. Wir wollen hier in Deutschland mit, jetzt sind wir auf 5 Milliarden hochgegangen, ja, 5 Milliarden in 3 oder 4 Jahren, ich weiß nicht genau, was der Bundestag beschlossen hat, wollen wir dagegen halten. Die Standards werden schon längst in Asien gesetzt. Und Sie müssen gar nicht in China wohnen, Frau Prechtl, da kann ich Sie trösten, weil Ihr Smartphone die Daten sowieso kräftig rüberliefert. Und da ist auch egal welches, weil die haben nämlich alle Backdoors, aber das ist eine andere Geschichte. So, das heißt, wir Datenschutzgrundverordnung interessiert in China niemanden, übrigens auch in Nordamerika nicht. Und da bin ich bei Herrn Strauper. Die Frage ist, können wir europäische Standards setzen, wenn wir uns so stark restriktiv zurücknehmen und uns immer wieder Grenzen und Grenzen und noch eine Grenze setzen? Weil nicht das Problem ist, sich eine Grenze zu setzen, damit gehe ich auch Herrn Ritter ein, sondern die Frage ist, dass dann immer direkt dann noch ein Bedenkenträger, eine Bedenkenträgerin kommt und noch eine Grenze auf die Grenze draufsetzt. Und da kommen wir doch an das Problem. Wir setzen weltweit im Moment, obwohl wir mit die besten KI-Forscher haben im DFKI, ja, wirklich mit die besten, setzen wir nicht mehr die Standards. Das ist doch unser Problem. Und die Standards werden uns gesetzt. Und plötzlich müssen wir damit umgehen. Und die Ethik da, Herr Ritter, weil Sie es gefragt haben, ganz konkret, ich gucke da hier hin, weil der Chat bei mir gerade offen ist, ja, da gehe ich sofort drauf ein, da sind wir sofort beieinander, die möchte ich auch nicht haben als Standards. Und genau deshalb müssen wir doch überlegen, was sind die Standards, mit denen wir hier umgehen wollen. Unsere europäischen Werte, unsere Freiheitswerte, unser Miteinander, unser soziales Miteinander, das sind die Werte, die wir da mit reinbringen müssen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir uns nicht abhängen lassen in dieser Forschung und auch da nicht so viel limitieren, dass wir zwangsweise abgewählt werden. Das ist meine Botschaft. Aber ich versuche es jetzt nochmal bei Herrn Strauper. Also ich glaube, Herr Müller-Lietzko, haben Sie jetzt ein paar negative Auswirkungen gesagt, aber ich fasse jetzt nochmal an Herrn Strauper. Welche negativen Aspekte sehen Sie denn im Zusammenhang mit der KI-Technologie? Ich sehe erstens ganz starke Monopolisierungstendenzen. Das heißt, wer im Prinzip vorne liegt, droht immer vorne zu bleiben und alle anderen abzuhängen und nicht in Märkte reinzulassen. Und das ist natürlich das Gegenteil von Freiheit, das ist das Gegenteil von Wettbewerb, wenn wir monopolistische Strukturen haben. Das führt zweitens dazu, dass eine immense Abhängigkeit von diesen Monopolen entsteht. Und Monopolabhängigkeit ist immer schlecht, weil da die Machtverhältnisse völlig unterschiedlich sind. Und genau deshalb ist es ja mein Anliegen, und das wiederhole ich, was Herr Müller-Lietzko gesagt hat, im Moment haben wir ja als Europäerinnen und Europäer nur die Qual der Wahl. Entweder wir akzeptieren die Standards von Big Business Monopolen amerikanischer Konvenienz oder wir haben das Staatsmonopol aus China
Und entweder wir gehen mit den einen oder wir gehen mit den anderen. Und in beiden Fällen haben wir keine Handlungsmöglichkeit, uns gegen diese Monopolmacht sozusagen zu wehren. Und da sehe ich Gefahren. Und dritter Punkt, und da sind wir dann ganz sicher nicht ganz so weit auseinander, Frau Brechel. Ich erkenne natürlich auch, dass bei künstlicher Intelligenz sich eine ganze Menge von Fragen ethischer Art stellen. Ich mache das mal abgekürzt, hat nicht nur mit künstlicher Intelligenz, aber mit der ganzen Datenwirtschaft und Digitalisierung insgesamt zu tun, dass wir ja im Prinzip, unter uns gesagt, völlig transparente Wesen geworden sind. Wir sind von einer Transparenz wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, führt ja dazu, dass mich mein Computer besser kennt als ich mich selber und weiß, was jetzt ansteht. Und dass das nicht allen gleichermaßen genehm ist, ist mal eins. Aber es geht ja noch viel, viel, viel weiter. Es geht ja dann auch um die Frage, wie können wir Menschen noch versichern, wenn sie völlig gläsern sind und klar ist, wer welche Risiken in sich trägt. Es geht es geht weiter, dass es, wurde auch schon angesprochen, mit künstlicher Intelligenz ein ganz kleiner Weg noch ist, so zu Orson Welleschen Welten mit Good Citizen und sozial korrektem oder inkorrektem Verhalten, was mit Scoring-Listen dann ins Internet gestellt wird und ich kann jeden Tag sehen, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin. Also das sind schon immense Gefahren, die nicht zu leugnen sind. Aber noch einmal, ich denke, das unterscheidet uns, dass ich behaupten würde, um hier auch ethisch richtige, uns genehme Normen zu setzen, müssen wir an die Spitze des Fortschritts und können nicht hinterher traben. Wer hinterher trabt, ist ein Standardnehmer. Wer vorne weggeht, ist ein Standardsetzer. Frau Brechel, um vielleicht mal diesen Komplex so ein bisschen jetzt abzuschließen, weil kommen noch viele andere Fragen. Nun sind wir Menschen ja, es ist uns ja eigen, dass wir Veränderungen eher scheuen. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir in diesem Bereich, was Ethik und KI betrifft, auch das Gefühl haben, das ist eine Veränderung, um Himmels Willen, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und nur weil ich es nicht kenne, möchte ich es auch nicht. Das durchströmt uns ja in vielerlei Hinsicht. Und ich möchte das vielleicht mit einer Frage verbinden als Abschluss, die Martin Riemer stellt. Also gilt die Freiheit der Lehre auch für die KI? Aber mal vor dem Hintergrund, dass es eine Veränderung ist, wie wir viele Veränderungen im Laufe der Geschichte miterleben. Das ist eine sehr komplexe Frage geworden. Also natürlich, die meisten Menschen sind eher nicht change-affin, haben eine gewisse Uncertainty Avoidance, also vermeiden Veränderungen und sind gegenüber Neuem erstmal etwas vorsichtig eingestellt. Und darunter fällt natürlich auch KI und dann sind wir in Deutschland ja auch eher geprägt durch Dystopien und Horrorfilmszenarien, Terminator, Westworld und Co. Das sieht man auch in Japan schon so ein bisschen anders. Da gibt es auch freundliche KIs in den Kinderserien. Also da ist dadurch dann auch die Offenheit größer. Wir sind da kulturell geprägt und das trägt sich natürlich auch in die Hochschulen rein, dass da gerade wenn man es nicht kennt, eben auch eine gewisse Angst existiert. Und das kann man zwar unpraktisch finden, aber es ist die Realität. Und ich denke, wir können nur mit den Menschen arbeiten, die wir vor uns haben. Und wenn die da eine gewisse Berührungsangst haben, dann denke ich, können wir die denen nehmen durch Kontakt. Und deswegen finde ich auch weiterhin dieses Interdisziplinäre so wichtig, dass wir alle Studierenden mit diesen Techniken in Kontakt bringen, sodass sie sehen, das ist nicht gleich ein Terminator, sondern nur ein Scoring-System, das entscheidet, ob ich jetzt die Wohnung in Harvestehude oder doch in Bilbo kriege. Und da denke ich auch, wir sollten auf jeden Fall dazu forschen, unbedingt. Also ich stehe jetzt hier an einer ganz ungewohnten Stelle für mich als die künstliche Intelligenz-Gegnerin oder Forschungsvermeiderin, das bin ich eigentlich sonst nicht. Ich möchte, dass wir forschen, unbedingt. Wir sollten das alles sehen, was geht und mit Daten großzahlig empirisch arbeiten, unbedingt. Aber eben interdisziplinär. Und dazu gehört auch, was macht das mit der Gesellschaft? Dazu gehört, dass von Anfang an dort Erziehungswissenschaftler, Psychologen, PhilosophInnen, all das mit drin sitzt in diesen Forschungsprojekten. Und dann
wenn alle gehört werden, kann dabei, denke ich, auch nichts Schlimmes rauskommen. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hier so ein bisschen von den Kollegen skizziert wurde, dem kann ich nicht folgen. Also diese Maxime glaube ich nicht, dass es entweder verlieren wir den Anschluss oder wir machen jetzt alles auf Teufel komm raus, auch wenn dabei halt ein paar Menschen den Bach runtergehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können gemeinsam da einen Weg finden in der Mitte. Aber dann lassen Sie uns doch mal skizzieren, wie eine Hochschule der heutigen Zeit und vielleicht in den nächsten Jahren zum Innovationsmotor werden kann. Das ist ja auch Teil unseres Gedankens heute Abend, Herr Müller-Lietzko. Sagen Sie mal, wie Ihre Hochschule, die HafenCity-Universität Hamburg, zu einem Innovationsmotor für die Metropolregion Hamburg wird oder schon ist oder noch mehr werden müsste, von dem wir alle profitieren. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ich weiß ja, dass die Behörde hier vertreten ist, aber ich werde trotzdem ein bisschen scharfe Kritik äußern. Erstens braucht es mehr Mut. Die Hamburger Politik muss viel, viel mehr Wissenschaftspolitik betreiben, in dem Form, dass sie mehr Geld da reingibt, auch in Pandemiezeiten, und Wissenschaft nochmal ganz anders betrachten. Ja? Der Rotstift ist nicht die Lösung. Und das darf nicht dazu führen, dass wir eben uns beschränken. Das ist das Erste. Das heißt, hier hat auch jemand im Chat schon geschrieben, die Frage von Ahoy, das mit den Ahoy-Professuren ist eine sehr spezifische Fragestellung, aber das ist nicht die einzige Fragestellung. Wir müssen also grundsätzlich erstens mal bereit sein zu investieren. Das Zweite ist, wir müssen die Offenheit haben, auch das Neue anzunehmen und diese Interdisziplinarität, die Frau Prechel eben angesprochen hat, ob das jetzt die HCU ist oder auch die TU und natürlich die große Uni und auch die HAB. Ich lasse die beiden künstlerischen Hochschulen jetzt nicht außen vor, weil die gehören genauso mit da rein. Ja, muss man einfach sehen, die muss man natürlich versuchen, gemeinschaftlich herzustellen. Das finde ich auch eine gute Sache, dass wir das versuchen, gemeinschaftlich herzustellen. Trotzdem müssen wir uns natürlich manchen Fragen stellen, die vielleicht evidenter und drängender sind als anderen Fragen. Und deshalb wird es eine Priorisierung geben. Und es ist heute eine Innovationsstrategie vorgestellt worden. Die habe ich jetzt noch nicht komplett gelesen, deshalb will ich mich hier nicht darauf beziehen. Aber wir müssen uns natürlich klar werden, wenn wir in der Wissenschaft hier uns konzentrieren, es gibt ja den Peer-Ansatz in Hamburg, ja, wie schaffen wir das gemeinschaftlich als Hamburger Hochschulen? Also nicht die HCU allein wird der Treiber sein, sondern umgekehrt, wie kann jede Hochschule ein Angebot an andere machen, gemeinschaftlich hier nach vorne zu gehen? So, und für die HCU kann ich ganz konkret sagen, ich habe ja ein etwas größeres Projekt eingeworben, das ist das HAWIC, Hamburg Wireless Innovation Competence Center, und wir haben ja noch das UNITAC, was jetzt schon gestartet ist, das United Nations Lab, was wir haben, und beide beschäftigen sich mit gewissen Rahmenbedingungen von Smart Cities. UNITAC etwas mehr auf einer, sagen wir mal, softwarebasierten Ebene einerseits und andererseits Thema Digital Twin spielt da eine Rolle oder eben auch Nutzung von Daten in der Populationsstatistik, Auswertung und so weiter und so fort. Und das HAWIC wird sich mit Wireless Innovations beschäftigen, die sich mit Infrastruktur und Gebäuden auseinandersetzen. So, und ich habe direkt eine Einladung ausgesprochen. Jetzt komme ich zu dem, weil ich auch ein paar Mal gelesen habe, DFKI, ja, wo ich gesagt habe, da müssen wir uns mit starken Partnern zusammenkommen. Einerseits mit der Uni Hamburg, da sind wir auch im Dialog, dass wir da was machen wollen. Zum Zweiten auch mit der TU. Ja, es geht um die Schaffung digitaler Souveränität, denn das ist das, was Herr Strauper eben etwas umschrieben hat, das Zurückholen, dass wir auch in der Lage sind, die Sachen zumindest selber zu bestimmen. Wir müssen nicht immer der Erste sein, wir müssen zumindest in der Lage sein, zu bestimmen, was für uns relevant ist und was nicht. Das sind wir zurzeit schlichtweg in vielen Technologiebereichen nicht. So, und ich glaube, dass wir da mehrere Angebote brauchen. Ja, Bahrenfeld wird ja aufgebaut und ich habe halt gesagt, warum machen wir nur ein Bahrenfeld? Wir haben auch noch in Grasbruck, da gibt es auch nochmal die Areale, wo man was machen kann, gemeinschaftlich Forschung Cluster aufsetzen, Themen adressieren, gemeinschaftlich rangehen und versuchen, eine Stärke für Hamburg herzustellen. Und das Dritte, was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist und was ich mir sehr wünschen würde für Hamburg, wäre, dass wir dann auch tatsächlich nicht uns aufreiben, sondern dass wir wirklich hier das so sehen, da gibt es auch noch eine Bundeswehruniversität, ja, die am Standort sind, zusammenbringen, und Schleswig-Holstein ist jetzt nicht so weit weg und einige Standorte in Niedersachsen nicht und auch noch MacPom. Wenn wir einen norddeutschen Verbund schaffen, dann können wir auch Wissensschlagkraft entwickeln. Ja, jede Hochschule hat spezifische Stärken, aber wir können nur dann wirklich mehr im Norden erreichen, in der Metropolregion, wenn wir das zusammenführen und wenn wir da neue Brücken bauen. Und das DFKI, damit dann auch das aufgelöst wird, hier wird im Moment etwas geschrieben von Schleswig-Holstein, von Saarbrücken, von Bremen. Ja, das Gute ist, es gibt schon längst eine Planung für Hamburg, für die das die ganze Zeit schreiben. Nur ich werde nicht alles offenlegen können. Ich weiß aber, wer es unterschrieben hat. Also insofern, ja, wir sind da dran, ja, und das DFKI wollen wir unbedingt nach Hamburg holen, ist für uns ein wichtiges Thema und das in diesen Kontexten, die eben skizziert wurden. Aber Herr Müller-Lietzko, ich finde es ganz zauberhaft, dass Sie in Ihren Antworten auch immer gleich noch Antworten aus den Fragen verpacken. Das erspart mir sehr viel Arbeit. Vielen Dank, Herr Strauper. Auch an Sie nochmal die Frage. Nicht warum, sondern wie werden Hochschulen, Hamburger Hochschulen, zu
kreativen und, wie Sie so mögen, freien Innovationsräumen? Ich kann nahezu nahtlos das Modell von Herrn Müller-Lietzkow weiterspinnen und sagen, wir beginnen mal mit seinen Vorschlägen und dann würde ich dort aufsatteln, dass ich bei allen jetzt in diesem hamburgischen Großverbund beteiligten norddeutschen Universitäts- und Fachhochschulorganisationen würde ich die grundständigen Fächer für jedes Studium radikal standardisieren. Meines Erachtens macht das in Zukunft null Sinn, dass an jeder einzelnen Fachhochschule oder Universität Betriebswirtschaftslehre Einführung und Volkswirtschaftslehre Einführung und Einführung in die Soziologie und Einführung in die Rechtswissenschaft würde ich standardisieren, knallhart optimieren, skalieren und ein hamburgisches Grundstudium sozusagen, das alle durchlaufen müssen. Dann, und das würde ich sehr stark online, dafür mit kleinen, vielleicht speziellen Lerngruppen mit sehr starker Personalisierung, 20 Leute, eine Professorin, ein Professor, spezifische, für die entscheidende Hochschule oder Universität ergänzende Module anbieten. Dann würde ich sagen, gibt es im Prinzip für jede dieser, an dieser Organisation gibt es diese drei großen Säulen. Ich nenne das jetzt nochmal Ethik, also das wäre die alte theologische Fakultät, da würde ich sagen Ethik, normativ, da können Rechtswissenschaften, da können alle, die mit Werten zu tun haben, drin sich tummeln. Dann die Naturwissenschaften, würde ich sagen Logik, da geht es um Mathematik, Statistik. Ich verstehe bis heute nicht, wieso wir Statistik für Tierärzte haben und wir haben Statistik für Ökonomen und wir haben Statistik für weiß der Herr was. Statistik ist Statistik. Das kann man meinetwegen sagen, im ersten machen wir nur Wahrscheinlichkeit und im zweiten machen wir dann irgendwas anderes, egal. Und dann würde ich, und dort, Herr Müller-Lietzkow, das finde ich dann spannend, als Sie sagten, mit der Hafenuni haben Sie ein ganz klares Profil. Das finde ich klasse, dass man dann sagt, meinetwegen so ab Masterausbildung bis hin zu PhD, da spezialisieren wir dann. Da gehen wir dann in die Felder, wo es wirklich um Spitzenforschung geht und holen uns das Know-how, um auch wieder für alle grundständigen sozusagen früheren Semester die Fachkräfte zu haben. Gut, ich bin überzeugt, dass ich würde nicht zurück zum alten DDR-Modell der völligen Trennung von Forschung und Lehre, sondern ich würde sagen, gute Lehre wird von guten Forschenden betrieben. Aber ich würde, wie gesagt, ich finde diese Konzentration gut auf der einen Seite. Ich finde die Standardisierung für junge Semester gut. Und dann würde ich spezialisieren, sodass jede der betroffenen Unis, die in diesem Netzwerk mitmacht, jede Fachhochschule gemäß ihrer sozusagen ihres Selbstbewusstseins, ihres Marketings, ihres USPs, ihrer Alleinstellungsmerkmals, dass sie sich dort spezialisieren. Und dann haben wir eine fantastische neue Landschaft, die müsste durchlässig sein. Da würde nichts dagegen sprechen, zu sagen, du musst ein Modul, zwei Module im Sinne der Interdisziplinarität an einer anderen Hamburger Verbundsuniversität, Norddeutschen Uni machen. Wir haben so viele Ideen jetzt in 30 Minuten, seit wir uns unterhalten, entwickelt, dass ich mich frage, wieso brauchen andere so viel länger, um sich wenigstens gedanklich auf eine neue Zeit vorzubereiten. Und dann Frau Prechel, gehen wir mal den nächsten Schritt weiter. Herr Müller-Lietzkow hat angefangen, Herr Strauber hat darauf aufgebaut. Inwiefern würden wir denn von diesen Ideen, Visionen, Wunschvorstellungen die Gesellschaft profitieren, wenn wir die Universität der Zukunft schaffen? Wo schöpft eine Gesellschaft genau diesen Vorteil aus einer weiterentwickelten Universität? Im Idealfall haben wir dadurch ja auf der einen Seite Forschungsergebnisse, die dann sicherlich eher aus den Universitäten auch kommen, also Weiterentwicklung der KI eventuell. Ein Bereich, den ich noch sehe, der mir hier noch ein bisschen zu wenig genannt wurde, war, es gibt ja neben den Universitäten auch die Hochschulen, Fachhochschulen ehemals und auch die dualen Hochschulen. Und die sind da ja oft so ein bisschen außen vor. Und auch die privaten Hochschulen, da haben wir ja auch einige in Hamburg noch, die FOM als ganz große, die auch deutschlandweit ist. Und die tragen auch einen ganz wichtigen Teil bei, indem sie das in die Gesellschaft übertragen. Also
Die angewandten Hochschulen arbeiten da ja auch oft mit dualen Partnern zusammen. Und wenn diese Erkenntnisse nun entwickelt werden, idealerweise denke ich auch in einem Verbund, dass nicht jede Hochschule das Rad selbst neu erfindet oder den nächsten Algorithmus erfindet, sondern da könnten durchaus dann die Universitäten, die dadurch die da bessere Finanzierung haben, mehr Personal haben, den Fokus eher darauf haben, Fortschritte in der KI-Forschung selbst bringen. Und in einem Verbund könnten dann die angewandten Hochschulen das in die Gesellschaft tragen. Also da gibt es ja auch schon so ganz wunderschöne Ideen, so etwas wie Unkrautpflückroboter, die mit Bilddaten dann abgleichen, Unkraut unterscheiden können von Nutzkraut und dadurch muss dann auch weniger Gift gesprüht werden, also nachhaltig und Win-win, ökonomischer Benefit auch. Und diese angewandten Projekte, da könnten, denke ich, könnte dieser andere Teil der Forschungslandschaft nochmal mit stärker reinkommen. Und das haben wir jetzt ja auch gerade an der HAW. Da haben wir ein KI-Projekt, wo wir die Stadt Hamburg selbst in ihrer Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber unterstützen möchten für die Beamtenstellen, wo wir dann viel dieser repetitiven manuellen Arbeit denen abnehmen und die dann standardisieren und denen dafür dann mehr Zeit geben, um die Arbeiten durchzuführen, für die man wirklich noch einen Menschen braucht. Also diese Anwendung, das würde ich noch sagen, ist auch ein Teil der Hochschullandschaft und dann eben eher bei diesen angewandten Hochschulen. Aber ich glaube, wenn wir von einem Forschungsverbund sprechen, so wie Herr Strauper es gesagt hat, müssen wir ja auch über eine engere Vernetzung zwischen nicht nur akademischen Einrichtungen, sondern auch beruflicher Ausbildung sprechen. Ne? Also dieses Akademische und Berufliche näher zusammenzubringen, mehr miteinander zu vernetzen. Denn ich glaube, sehr viele Länder beneiden uns sehr um unsere duale Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe. Wunderbar, Frau Werner, dass Sie das ansprechen. Das habe ich in der Tat vergessen. Weil auch das ist ja etwas, was wir neu denken sollten. Erstens wissen wir, dass lebenslanges Lernen immer wichtiger wird. Zweitens wissen wir, dass so etwas wie Erwachsenenuniversität mit dem, was wir heute als Erwachsenenuniversität handhaben, null, aber wirklich null zu tun hat, sondern das muss eine professionelle, auf Vorkenntnisse ausgerichtete Weiterentwicklung dessen sein, was in den ersten jungen Jahren an Universitäten und Fachhochschulen erlernt wurde. Also da haben wir gewaltigen Gestaltungs- und Nachholbedarf für diese lebenslange universitäre Spitzenausbildung, auch für ältere Semester. Und dann drittens diese ganze duale Bildung. Ich glaube, das ist ohnehin unverzichtbar, dass wir die duale Bildung eben nicht nur als etwas verstehen, was in den ersten Lebensjahren geschieht, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja auch etwas, was wir über die ganze Lebensspanne weiterentwickeln müssen. Und duale Bildung für Erwachsene ist natürlich ein Prototyp, das ist ein Musterbeispiel, das ist ein Tummelfeld für diese hybriden Angebote. Auf der einen Seite, dass abends nach vielleicht einem Werktag ich noch an einem solchen Seminar wie heute Abend teilnehmen kann. Das hat ja auch einer der Chat-Schreibenden so positiv herausgehoben, das glaube ich auch. Aber auf der anderen Seite, dass ich dann für duale, sozusagen aus der Werkarbeit kommende Menschen noch spezifizierte, personifizierte, maßgeschneiderte Zusatzangebote habe. Ich glaube, da haben Sie recht, Frau Werner. Da beneidet uns bis anhin schon die ganze Welt und wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir dieses Pfund auch weiterentwickeln müssen, damit uns auch in 10 und 20 Jahren auch die ganze Welt für dieses Ding bewundern wird. Und an der Stelle muss man vielleicht, korrigieren Sie mich, falls die Zahl falsch ist, aber ich meine, 90% der Bildungsausgaben passieren bis zum 25. Lebensjahr eines Deutschen. Das ist natürlich, wenn wir überlegen, wie alt wir inzwischen werden, dann ist das 25. Lebensjahr, wenn es gut läuft, ein gutes Viertel, ne? Also es ist schon irgendwie traurig, dass mehr Geld, wenn ich 26 bin, nicht mehr in meine Fortbildung fließt. Ne? Also das ist ja auch etwas, worüber wir vielleicht mal nachdenken sollten, aber das ist vielleicht eher die Aufgabe der Politik. Ich würde an der Stelle gerne Herrn Müller-Lietzko eine Frage stellen, mit der er vielleicht nicht rechnet, aber die Ute Twisselmann gestellt hat und wo ich wahnsinnig gespannt bin, wie Sie darauf antworten, Herr Müller-Lietzko. Die Frage lautet, wie sieht der gesellschaftliche Entscheidungsprozess aus, um zu erkennen, welche Zukunft wir wollen? Das erscheint mir eine wichtige Frage zu sein, zumindest für Ute Twisselmann.
Ihre Antwort dazu interessiert mich sehr. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, also ich finde die Frage auch gut. Die Frage ist, ob man sie ganz einfach beantworten kann. Kann man nicht. Sehr komplex. Ich gehe nochmal, jetzt muss man allerdings leider einen Schritt zurückgehen, weil die Frage in einem anderen Kontext gestellt wurde. Ich lese den Chat ja auch mit, ne? Also die Fragen, da weiß ich ja, wann der gestellt wurde. Also da waren wir ja bei der Frage Ethik bei KI und da haben wir ja eifrig diskutiert. Es gibt ja auch noch so eine ganze Diskussion um Roboterrecht. Ja, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, ja, dass wir so lustige Fragen diskutieren. Was ist, wenn Roboter aus unserer Sicht amoralisches Verhalten an den Tag legen? Der Roboter hat aber gar kein amoralisches Verhalten, weil er gar keine Moral kennt. Ne? Und ist das jetzt, muss der Roboter dann abgestellt werden? Und das ist so, das geht ein bisschen in die Richtung dieser Beantwortung dieser Frage. Das ist eben eine sehr komplexe Frage, die wir nicht mal eben mit der einfachen Antwort begeben können, A oder B entscheidet oder mehr Rhetorik entscheidet, könnte man ja sagen, ja, oder Politik entscheidet als gewählte Vertreter. Wie sehen gesellschaftliche Entscheidungsprozesse aus für eine Zukunft, die wir wollen? Ich glaube, dass wir eine pluralistische Zukunft wollen und da ist, glaube ich, ein europäischer Konsens, eine europäisch-freiheitliche und auf dem auch der Basis unserer Verfassung ausgerichtete Zukunft wollen und nicht eine Zukunft wollen, und da hat ja Frau Prechtl eben einiges zu China gesagt, ich will das jetzt nicht desillusionieren, aber das war ja noch die Spitze des Eisbergs, das könnte man ja noch viel schlimmer skizzieren, ja. Ich glaube, dass da im Grunde genommen ein wichtiger Faktor ist. Der zweite wichtige Faktor ist, und ich glaube, das sehen wir ja auch gerade in dem politischen Umfeld, das hat jetzt gar nichts so viel mit Hochschulen zu tun, dass wir gerade eine Klimadiskussion führen, wo ich mich immer noch wundere, dass manche Leute das negieren. Ich kann das gar nicht glauben, dass das Leute negieren, ja, weil da ist einfach, Fakten sind klar, wir müssen handeln, ja, und wenn wir alle einen Beitrag leisten, wenn wir alle davon profitieren, also das ist nicht irgendwie, dass einer sich da ausschließen kann. Und das dritte gesellschaftliche Thema, wo wir, glaube ich, viel zu wenig Augenmerk drauf legen, ist die Frage von sozialer Gerechtigkeit. Ja, und da meine ich jetzt nicht die parteipolitische Diskussion, die die SPD da führt, sondern ich meine tatsächlich, der soziale Frieden in unserem Land ist dadurch gefährdet, dass wir, und das erleben wir nicht nur in Deutschland, glaube ich, in Europa, eine Spreizung bei den Gehältern erleben, die irgendwo ungesund ist. Ja, und gleichzeitig dadurch eben ein Split erleben, auf den unser Land nicht vorbereitet ist. Wir hatten eigentlich immer ein relatives Konsensualmodell. Und dieses Konsensualmodell, dass alle eine lebenswerte Zukunft haben mit einer Aufstiegsgesellschaft, das heißt, wenn du fleißig warst, hast du schon davon profitiert. Ich glaube, dass das im Moment etwas erodiert. Ja? Und lieber Influencer und Bitcoins und sonstige Dinge nach vorne geschoben werden von den Medien. Sorry, einmal an die Medienfrau. Ich fände es gut, wenn wir mal wieder da diskutieren würden, sagen würden, wie wollen wir denn diese Gesellschaft an der Stelle gerecht gestalten? Ich glaube, dass also Zukunftsgestaltung auch ganz viel mit Gerechtigkeitsfragestellungen zu tun hat und der Frage, lohnt sich das, wenn ich mich anstrenge? Und ich glaube, das sind für mich Antworten, die aber nicht einen umfassenden Anspruch erheben, aber zumindest Indikatoren darstellen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht enttäuschend gewesen. Also das muss Frau Ute Twisselmann beantworten. Vielleicht mag sie uns gleich einen kleinen Hinweis geben. Aber Frau Prechtl, mich würde Ihre Antwort da vielleicht auch interessieren. Weil ich glaube, ich will gar keinen Streit sehen, aber das ist doch eine Richtung, die versöhnlich ist, oder? Ich habe freundlich genickt, würde ich auch sagen. Also ich glaube, Herr Müller-Liesko und ich sind uns in dem Aspekt relativ einig. Was ich auch sehr schön fand gerade, war, dass Sie das aus so vielen Perspektiven jetzt auch betrachtet haben. Was ich nämlich da ganz wichtig finde, es gibt nämlich, also da stimme ich vollkommen zu, nicht eine richtige Form, und da kann man jetzt nicht, ich kann Ihnen jetzt auch als Ethikerin nicht sagen, so sieht die gute Welt aus oder so sollten wir das machen, sondern wir haben alle verschiedene Vorstellung davon, was ein gutes Leben ausmacht. Und wichtig finde ich da nur, dass wir alle unsere Lebensform auch irgendwie umsetzen können. Also dass uns das nicht vorweggenommen wird, sondern dass alle in diesen Diskurs mit aufgenommen werden. Und dafür braucht es, denke ich, eine gewisse Mündigkeit. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich in diesem Bereich bin an Hochschulen, wo man auch durch Wissen ja eine gewisse Mündigkeit vermittelt. Und auch was Herr Müller-Liesko sagte, dass es muss sich auch lohnen, sich zu involvieren, also durch Arbeit, aber auch im politischen Bereich, also diese Politikverdrossenheit, die macht mir auch Angst, und diese Spaltung. Also ich glaube auch, da steuert unsere Gesellschaft auf eine ganz große Gefahr zu, und da würde ich mir eben mehr Teilhabe wünschen, auch deswegen, weil wenn wir die Leute mit ins Boot holen, also dann haben wir da nicht dieses Gegeneinander. Also wir sollten alle mit an den Diskussionstisch holen, nicht nur zum Thema KI, sondern auch zu, wie wollen wir leben, wie wollen wir unsere Gesellschaft aufbauen. Das dürfen eben nicht dann
so wie es manche jetzt befürchte ich, fühlen, nur die reichen, starken und, also ich hasse die Formulierung, aber so diese, die da oben oder die Politiker, diese Formulierungen schon, die zeigen, dass da, glaube ich, etwas schief läuft und ja, das gerne aufbrechen. Aber ich werde so das Gefühl nicht los, dass wir ein Fass in diesem Zusammenhang unbedingt noch aufmachen müssen. Und es ist im Grunde all das, worüber wir gerade diskutieren, Herr Strauper. Warum bedeutet das zwangsläufig, und jetzt mache ich das Fass auf, dass wir über mehr Autonomie von Hochschulen sprechen müssen? Ja, jetzt ist es. Das ist eben, so verstehe ich die künftige Welt in jedem Sektor und auch an den Universitäten, dass auf der einen Seite eigentlich die Technik, die Technologie, künstliche Intelligenz, digitale Datenwirtschaft, da läuft eigentlich alles auf Größe, auf Zentralisierung, auf Skaleneffekte, auf Standardisierung, das sind so die Schlagworte der einen Welt hinaus. Und auf der anderen Seite sehen wir genau das Gegenteil. Und das, denke ich, ist an sich auch möglich durch dieselbe Technologie, nämlich maßgeschneidert, kundengenau, studierendengerecht. In der Ökonomie ist eines der absoluten Mainstream-Themen im Moment das individuelle Pricing. Das heißt, dass Sie, wenn Sie als Professor, Professorin eine Reise buchen, dann kriegen Sie online ein anderes Preisangebot, als wenn Sie das aus der Studierendenwohnung tun, ob Sie mit einem iPhone ein Ticket kaufen, gibt einen Unterschied, ob Sie mit einem Smartphone einen Ticket kaufen oder einen Mietwagen reservieren lassen. Also da finden wir gerade das Gegenteil, dort ist es eine Individualisierung, also zur Standardisierung auf der einen Seite, da wo wir über Software geredet haben, über Algorithmen, über solche Dinge, da geht alles ins Große und dann auf der anderen Seite diese Spezifikation. Und ich glaube, das ist für Unis und für alles andere auch, es ist die Optimierung der Mischung zwischen dem, was sie sozusagen global herstellen und dem, was sie lokal draus machen. Ich weiß, als ich frisch nach Hamburg kam, habe ich gedacht, ich muss was Neues mitbringen, damit auch in Hamburg begriffen wird, dass die Schweizer was auf der Platte haben. Das ist 30 Jahre her. Und dann habe ich damals den Begriff Glokalisierung mitgebracht. Glokalisierung wollte ich sagen, es braucht auf der einen Seite, weil das entspricht so irgendwie dem schweizerischen Naturell, es braucht auf der einen Seite globales Denken. Die Schweizer mussten immer weltweit irgendwie als kleines Land Geld verdienen. Und das konnten sie nur, wenn sie globale Standardisierung mitgemacht haben. Und auf der anderen Seite braucht es dieses Lokale, diese Verbundenheit des Berner Oberlands, wo sie irgendwo einfach zu Hause sind. Und ich glaube, das ist auch an einer Universität und andernorts. Sie brauchen eine Mischung, wo sie global gehen und auf der anderen, wo sie persönlich lokal gehen. Und das ist nicht einfach. Und das, ich finde es aber rasend spannend. Und ich finde, das sollten wir anpacken. Aber Hochschulen brauchen ja Freiräume irgendwo, um sich entwickeln zu können. Also. Na, die haben wir ja Gottlob schon etwas gewonnen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als Studierende zentral verteilt wurden. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als Budgets sozusagen von der Behörde bis ins Detail geregelt wurden und mittlerweile haben wir Globalhaushalte, wir haben Ziel-Leistungsvereinbarungen, wir haben eine eigene Auswahl der Studierenden. Ich denke, das sind schon gute Entwicklungen und da liegt sicher noch vieles möglich, aber man sollte nicht jetzt alles nur schlecht reden. In dem Punkt haben wir schon eine gewisse Autonomie in den letzten Jahren erlebt. Ich glaube, das darf man
bei aller Kritik auch festhalten. Herr Müller-Lietzko, Herr Strauper hat eben ein ganz entscheidendes Wort genannt, Budget. Ich möchte Sie auch noch mal so ein bisschen herausfordern. Sie haben das vorhin auch schon so halb angesprochen. Lassen Sie doch mal Ihren Gefühlen freien Lauf. Sie haben ja gesagt, es hören ein paar wichtige Leute zu und ich bin mir auch sehr bewusst, dass das einige wichtige Leute sind. Wie gelingt denn aus Ihrer Sicht eine effektivere Investition in Hochschulbildung, Stichwort Grundfinanzierung? Machen Sie mal einen los. Antwort, ich sehe da schon wieder kommen, morgen kriege ich wieder Hauer. Egal, also machen wir es mal ganz konkret. Die Frage ist doch, wie betrachte ich Hochschulen? In Hamburg, das ist mein vierter Dienststandort, deshalb kann ich das ja vielleicht mal so ganz entspannt sagen, also vierte Bundesland. In Hamburg begegnet mir eine Haltung zur Wissenschaft, die sehr utilitaristisch geprägt ist. Das heißt, es gibt eine Kosten-Nutzen-Beziehung. In Thüringen, wo ich mal eine Zeit lang war, habe ich ein völlig anderes Wissenschaftsverständnis erlebt. Da war es tatsächlich so, dieser Wissensgedanke. Ja, und Thüringen hat tatsächlich ein Finanzierungsproblem inzwischen bei den Hochschulen, weil sie auf ein kleines Bundesland sehr viele von der Sorte haben. Ja, aber es war ein ganz anderes Wissenschaftsverständnis. Das meint jetzt nicht, das eine ist besser als das andere. Und wir haben ja eben den Begriff der Hochschulautonomie gehört. Deshalb gebe ich jetzt mal wir machen eine kleine Reise durch Deutschland. Ja. Ich meine, nach Nordrhein-Westfalen, da gab es mal das Hochschulfreiheitsgesetz von Andreas Pinkwart entwickelt, der ja mal Wissenschaftsminister war, bevor er mal irgendwann Wirtschaftsminister wurde. Das war mit Abstand das beste Hochschulgesetz, was ich bisher in meiner Laufbahn habe kennengelernt in den letzten 25 Jahren, weil da wirklich die Autonomie so weit getrieben wurde, dass die Hochschulen eine Entwicklungsperspektive hatten. Also was Sie eben gesagt haben, Herr Straubhaar, aufgreifend, ja, dass man sagt, man macht eine Basis, einen Sockel, und dann später spezialisiert man sich. Das hat dieses Gesetz ermöglicht und das wäre das eine, was ich mir wünschen würde. Denn dann ist es nicht mehr nur noch eine Frage von Budgets, sondern es ist nämlich die Frage, was darf ich mit den Budgets tun? Und in Hamburg ist es so, dass es immer alles vorher festgezurrt wird. Also die Grundfinanzierung, ja, aber es ist alles ziemlich normativ, also was damit so zu tun ist. Und das kann man natürlich machen. Wir leben in einer Welt, wo alles immer transparent und Skandal ist, wenn es dann nicht so ist, ja. Aber das schnürt uns doch ein. Und Herr Straubhaar, ich gebe Ihnen recht, dass wir die ZVS abgeschafft haben, ist eine große Errungenschaft, finde ich wirklich eine große Errungenschaft. Aber an anderen Stellen haben wir uns doch da wieder eng geschnürt. Und ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich, wenn man schon sagt, wir reden von einem Globalbudget, was den Hochschulen gegeben wird, uns dann auch bitte die Freiheiten lässt, dieses Globalbudget so einzusetzen, wie wir es für richtig halten. Und wenn wir etwas sparen, denn das ist ja die entscheidende Frage, um es später einzusetzen, nicht direkt wieder zu kommen und zu sagen, ja, das nehmen wir euch aber jetzt weg. Umgekehrt, ja, Vergemeinschaftung von Schulden fand ich auch noch nie so eine spannende Nummer. Ja, ich will jetzt nicht auf Hamburg eingehen, aber das ist nicht so eine spannende Nummer. Dann muss man eben überlegen, wie man damit umgeht. Aber das ist eine andere Thematik. Summa summarum, will Hamburg mehr erreichen, wird Hamburg eine Entscheidung treffen müssen. Und ich weiß, dass das Herr Tschentscher nicht gerne hört, aber er hat letztes Jahr bei der Patriotischen Gesellschaft uns vorgerechnet, was die Pro-Kopf-Ausgaben in Forschung und Hochschulen sind. Ja, das hat er uns sehr genau vorgerechnet, hat gesagt, damit wäre man besser als pro Kopf in Bayern. Naja, gut, das ist ein etwas ungleicher Vergleich, ja, Flächenland versus Stadtstaat, weil die Gesamtsumme höher ist. Und wenn wir uns mal die TUM und die LMU anschauen, kann man jetzt diskutieren. Die UHH ist zu Recht Exzellenz-Uni und trotzdem sind da, glaube ich, schon andere Dimensionen erreicht worden. Ich sage das nur mal so, wenn man sich das anschaut. So, und wenn man da mitspielen will in der Liga, wird man eine Investitionsentscheidung in Hamburg treffen müssen. Und das kann aber nicht nur betroffen oder nicht nur bezogen sein auf eine einzelne Hochschule in Hamburg, sondern müssen wir generell sagen, wir wollen das Niveau heben oder eben auch nicht. Aber das ist ja das, was ich am Anfang schon mal sagte. Mhm. Wenn wir sagen, wir geben überall 25% mehr, dann wird das viel Geld kosten, klar. Und dann darf ich aber nicht die utilitaristische Hoffnung haben und dann habe ich direkt wirtschaftlich das und das davon, sondern wir reden hier über Wissenschaft. Wenn ich mit dieser Haltung rangehe, dann werde ich ein echter, starker Wissenschaftsstandort auch im Gesamtsystem in Deutschland werde auch so wahrgenommen. Wenn ich sage, ich habe eine utilitaristische Haltung, dann habe ich eine Nettowirkung vielleicht für die Wirtschaft, aber ich weiß nicht, ob das der Wissenschaft zuträglich ist. Ist eine halb ausweichende Antwort, aber genau aus dem Grund, weil ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf diese komplexe Frage. So, eine Fußnote dann noch ganz kurz zu Frau Twisselmann. Ja, mhm. Citizen Science. Ja, Citizen Science ist meine Antwort auf Ihre Frage. Damit habe ich die dann jetzt auch noch beantwortet. Ach, das ist zauberhaft. Aber wo wir gerade so in Rage sind, Frau Prechel, haben Sie genug Geld, um zu forschen, um zu lehren? Ich schon, aber ich habe auch meine Ausgaben persönlich, privat nie erhöht und Butter viel rein. Ich stimme da, also leider kann ich jetzt keine Rage hier großartig bieten und werde kein neues Fass aufmachen, stimme da eher zu. Mir wäre es auch lieber, wenn wir da eher im Rahmen eines Kontraktmanagements mit Wirkungszielen arbeiten würden. Also wenn der Forschung Wirkungsziele vorgegeben würden und
dann damit Budgets verknüpft wären und dann nicht so kleinteilig kontrolliert würde, was damit nun geschieht, sondern die Gelder dann auch in Hand der Hochschulen sind und man die Expertinnen dann eben auch dezentral tun lässt. Also da denke ich auch, würden wir von profitieren. Wobei ich hier an dem Punkt dann auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass viele auch dieser Forschungsgelder für die privaten Hochschulen und für die dualen und für die Fachhochschulen schwer zugänglich oder gar nicht zugänglich sind. Und wenn wir da fände ich es auch weiterhin gut, wenn wir einen Verbund schaffen würden, sodass jeder in seinem Bereich der Expertise bleibt und dann die Dualen und die Privaten, die dann eben auch mehr Zugang haben zu den Berufstätigen, die dann eben abends nochmal dahin kommen, wenn die da auch mit eingebunden werden könnten und dann eben so diesen letzten Schritt in der Kette, das dann auch in die Wirtschaft, in die Gesellschaft tragen, wenn man das da noch mehr mit reinnehmen könnte, weil die bleiben jetzt teilweise da ganz schön außen vor und da ist tatsächlich überhaupt kein Geld dann vorhanden. Also wenn man an einer dualen Hochschule oder an einer HAW dann 18 Semesterwochenstunden Deputat hat und dann nebenbei noch alle möglichen akademischen Aufgaben in der Selbstverwaltung, kein Mittelbau, gar nichts, dann ist es auch gar nicht unbedingt das Geld, wo es hapert, sondern also meine Kolleginnen und ich, wir sind ziemlich durch. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, das ist es auch. Also was ich mir da auch wünschen würde, wäre, dass dieser akademische Mittelbau, dass es den auch an Fachhochschulen, die jetzt ja auch forschen sollen mehr und mehr, wo ja auch Paper abverlangt werden von den Professorinnen, dass dafür dann aber auch diese Freiräume auch zeitlich geschaffen werden. Und das kriegt man nicht hin, indem man hier mal einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für 2 Jahre auf einer Dreiviertelstelle hat und da dann eine administrative Kraft, die den technischen Support für ein halbes Jahr macht. Also gerade jetzt mit der Digitalisierung, auch in Corona-Zeiten, da haben wir viel Geld bekommen für Equipment, das ist auch toll. Aber wir haben kein Personal, das das supportet. Wir haben teilweise Kolleginnen, die keine Ahnung haben, wie man das bedient und niemanden, der es ihnen beibringt. Also wir brauchen da mehr als nur Geld jetzt für die einzelnen ForscherInnen oder für Forschungsprojekte. Wir brauchen einen verstetigten Mittelbau dann auch. Und das denke ich auch nicht nur an den Universitäten, weil sonst können da die Fachhochschulen, privaten Hochschulen, dualen Hochschulen diesen letzten Schritt eben auch nicht wirklich mitziehen. Da muss ich eine Frage stellen. Ja. Meinen Sie bei verstetigten Mittelbau Dauerstellen oder meinen Sie verstetigten Mittelbau, dass wir eine Stärke im Personalaufwuchs dort haben? Bei letzterem gehe ich mit. Also eigentlich beides. Diese Zeitverträge im wissenschaftlichen Betrieb eigentlich an allen Stellen sind meiner Ansicht nach einer der Gründe dafür, dass viele gute Kräfte ins Ausland gehen, dass wir weniger Heterogenität auch in diesem Bereich haben, also weniger Frauen auch in diesem Bereich gehen, weil es eben Zeitvertrag nach Zeitvertrag nach Zeitvertrag ist und damit eine sehr unsichere Karriere. Also ich glaube, das ist ja auch vor allem in Wissenschaft und Forschung so, dass diese Zeitverträge noch so genutzt werden. Also die ganzen, viele private Arbeitgeber haben ja schon erkannt, dass man damit nicht unbedingt das beste Personal bekommt. Und wenn wir keinen guten akademischen Mittelbau haben, ist das nicht ideal. Also ich frage das deshalb, weil Frau Werner hat ja mehrfach danach gefragt, die Universität der Zukunft. Ja? Da habe ich tatsächlich eine sehr konträre Meinung, da können wir uns noch mal ein bisschen länger darüber unterhalten, nicht mehr hier an dieser Stelle. Aber die Frage der Verstetigung von Mittelbaustellen, da habe ich eine ganz klare Haltung, ja, up or out. Und da werde ich auch meine Haltung, glaube ich, bis zu meinem Dienstzeitende irgendwann in 15 Jahren nicht mehr verändern, weil ich eins gelernt habe. Ja, es ist richtig, Daueraufgaben, Code of Conduct müssen mit Dauerstellen besetzt werden. Da sind wir alle einer Meinung, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Aber ansonsten verstopfen wir uns in Anführungszeichen, ich sage, die Pipeline hört sich das so blöd an, aber wir machen den Weg zu für junge WissenschaftlerInnen und wohlgemerkt WissenschaftlerInnen, ich möchte das nochmal deutlich betonen, weil Sie das eben angesprochen haben, ja, und nehmen den Chancen, weil wir eben nicht die Mittel haben, beides zu erfüllen. Wenn man natürlich sagt, wir geben extrem viel Geld rein, um Verstetigungen herbeizuführen, aber jede verstetigte Stelle ist deutlich teurer als eine Zeitstelle, das müssen Sie einfach berücksichtigen. Das heißt, wir reduzieren auch noch die Zeitstellen, wenn wir Verstetigungen mit demselben Geld vornehmen. Und die Folge davon ist, dass wir uns nicht nur zumachen, also weniger gute Leute attrahieren, sondern wir auch noch, auch noch gleichzeitig insgesamt im Volumen runtergehen. Und das kann ja nicht die Haltung sein. Ja? Wie gesagt, wenn insgesamt mehr Geld ins System fließt, kann man darüber sprechen. Aber im Moment ist es ja so, dass die politische Forderung ist, schaut bitte nach möglichst vielen Stellen, die ihr verstetigen könnt. Ja? Und wird überhaupt nicht geguckt, dass das langfristig viel teurer ist. Dafür gibt es ja Berechnungstabellen. So, und das führt insgesamt zum Abschmelzen. Deshalb bleibe ich dabei, up or out.
vielleicht auch differenzieren an für wissenschaftliche Mitarbeiterstellen an Universitäten, kann das durchaus sinnvoll sein, diesen Druck dort auch aufzubauen. Wenn ich jetzt an die HAW Hamburg denke, wo dann der technische Support auf befristeten Stellen sitzt und man die Stellen gar nicht gefüllt kriegt. Und bei uns gibt es ja auch keine Promotionsmöglichkeiten und Ähnliches. Also selbst die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die wenigen, die wir haben, die sind mit Lehre ausgelastet. Aber das ist ja, das ist wohin ja, sollen die abgeben? Ja, aber das ist ja, nein, aber das ist ja der Code of Conduct, wo wir Daueraufgaben haben. Also gerade technischer Support wäre jetzt für mich kein Vimi im klassischen Sinne. Ich meine jetzt tatsächlich die, die bei den Lehrstühlen arbeiten, wie wir auch selber unsere Karrieren gemacht, also ich zumindest meine Karriere gemacht habe, ja, dass wir eben in diesem System sind. Und da bin ich, da habe ich eine sehr klare Haltung. Ich weiß, dass das nicht populär ist und mein Mittelbau das auch nicht nett findet von mir, aber da muss ich mit leben, dass die da ein paar Tomaten schmeißen, ja. Aber die Tatsache ist, ja, das muss man auch mal aushalten. Ja. Aber Tatsache ist, ich habe eine klare Haltung, ja, weil ich eben sage, ich nehme sonst zu vielen Leuten die Chance, ins System zu kommen, die vielleicht auch Lust auf Wissenschaft haben. Und das ist mir extrem wichtig. Aber vielleicht klären Sie das wirklich beide irgendwie. Außengastronomie öffnet Pfingsten. Also insofern. Ah, Herr Schrauber, und Sie kommen auch gleich noch dazu. Uns läuft leider ein bisschen die Zeit davon, aber ich möchte zumindest Herrn Strauber wenigstens 30 Sekunden auch nochmal die Gelegenheit geben, beim Thema Geld in Rage zu gelangen, weil das ist ja ein wichtiges Thema. Also Herr Müller-Lietzko hat ein ganz entscheidendes Wort angesprochen, Investition in die Zukunft, ne, wenn es um Universitäten geht, Herr Strauber. Dann vielleicht so, also ich habe da mit Interesse zugehört, und weil das ist ein Spannungsfeld, dann, unter dem ich auch ständig stehe. Das ist ein wichtiges Thema. Ich denke, mein Schlusswort in dem Kontext wäre vielleicht eher, dass bevor ich über Geld sprechen möchte, sollten wir mal über Strukturen, über Ziele, über Strategie sprechen. Dann denke ich, ist Geld sekundär und nicht primär. Das mag vielleicht jetzt für einen Universitätspräsidenten etwas unbefriedigend sein, aber ich denke, bei mir Strategy first, Structure later. Also ich bin aufgewachsen mit dem Prinzip, und das wäre vielleicht mein Schlusswort. Ich glaube nicht, dass wir im Moment in Deutschland primär ein Geldproblem haben. Ich denke, wir haben primär ein Strukturproblem. Ich möchte, also noch nicht ganz das Schlusswort, Herr Strauber, Sie dürfen gleich nochmal, aber ich möchte Ihnen dreien zum Schluss eine Frage stellen, die mit der Bitte um kurze Antwort, aber wenn Sie genau zuhören, brauchen Sie auch nur ganz kurz antworten. Die Frage hat ein bisschen was mit Ihrem Optimismus bzw. Pessimismus zu tun. Und ich würde vielleicht, Frau Prechel, mögen Sie beginnen. Wie weit ist die Universität, die wir aktuell in Hamburg und in Deutschland leben, von der entfernt, die Sie am Anfang als Wunsch-Universität skizziert haben? Noch ein gutes Stück. Ich denke, wir sind da noch sehr bürokratisch unterwegs und in Strukturen verhaftet, statt über die Ziele nachzudenken. Und mir ging es dann ja, also ich habe ja als eins meiner oberen Ziele die Menschenzentriertheit ausgegeben. Und da geht es oft noch Struktur und Regeln vor den einzelnen Mensch. Also ich glaube, da können wir noch ein bisschen, da gibt es noch Luft nach oben. Okay, Herr Müller-Lietzko, wie weit ist die aktuelle Universität von der Ihrer Träume entfernt? Also ich denke, es ist andersrum. Die Frage ist, wie schnell können wir das gemeinsam hier erreichen? Und ich finde das gar nicht so weit entfernt. Wenn man uns die Autonomie gibt und die Chance gibt, mit dem ganzen Team hier an der HCU, das ist ja wirklich die Uni, wo ich nun mal bin, und ich möchte jetzt auch keine andere da in den Mittelpunkt stellen, ja, wenn man uns die Autonomie und Handlungsfreiheit gibt, dann ist es nicht so weit weg und dann können wir es erreichen. Und das wäre wirklich eine tolle Sache, wenn mir das gelingen würde mit meinem ganzen Team hier in der ersten Amtszeit. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Herr Strauber, wie weit ist die Realität von Ihrer Wunschvorstellung entfernt? Ich würde dann sagen, wir haben die letzten 18 Monate deutlich zugelegt an Tempo. Wir haben sehr viele Veränderungen geschafft und diesen Schwung sollten wir mitnehmen. Dann sind wir näher dran, als wir vielleicht befürchten. Ich glaube, da wird einfach die normative Kraft des Faktischen wird das sehr, sehr beschleunigen, und darauf setze ich. Das ist ja fast schon optimistisch, und unser Schluss war, liebe Frau Prechel,
Lieber Herr Müller-Lietzko, lieber Herr Straubach, ich danke Ihnen sehr für diese sehr muntere und informative Diskussion. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ebenfalls von Herzen dafür, dass Sie dabei waren, dass Sie so aufmerksam waren, dass Sie so viele Fragen und Anregungen in den Chat geschrieben haben. Sie mögen es uns bitte verzeihen, dass wir nicht jede aufgegriffen haben, aber es schreit ja im Grunde danach, dass wir eine Fortsetzung starten müssen. Also es hören ja genug wichtige Menschen zu und waren dabei. Also vielleicht gibt es eine Neuauflage. Für heute verabschieden wir uns von Ihnen, danken Ihnen von Herzen, bleiben Sie bitte gesund und